wenn Corona ist und keine Flieger gehen, er schwimmt zur Not darüber. Also wirklich, das war ein okay, ganz... dann hätte ich aber als Unge gesagt, bitte, Feuer frei. Dann wäre das Thema Leon nämlich geklärt. Machen wir vorher noch so Warm-up. Okay. Tino, heute machst du das Warm-up. Tino, du weißt doch, wie wir es immer machen. Ach so, ja, natürlich. Die Stimme aufwärmen. Wir machen jetzt Folgendes. Ja? Latex-Nutzstück. Das machen die Leute bei dir im Theater immer so, ja? Ja, oder Manga-Magazin. Das kenne ich, das hat er wirklich in der ersten Folge oder so hat er das mal gemacht. Ich erinnere mich daran. Richtig dummer Mensch, ey. Manga-Magazin. Dann wollte ich direkt den Podcast beenden, als ich das gehört habe. Zurück zum Podcast. Aber nein, wir haben ihn nicht beendet. Wir sind in der 70. Folge, liebe Leute. Hammer. Eigentlich ungefähr. In der 71. Aber das darf gelungen. Keiner wissen, ne? Wir hatten ja eine 69,5. Folge, damit wir das zweite Mal die Chance haben, dumme Witze über die Zahl 69 zu machen, die wir das zweite Mal auch nicht genutzt haben. Stimmt. Weil wir nämlich kreativer sind als das. Und da haben wir uns doch was ganz Spezielles überlegt für die Hörer gerade, ne? Die nicht am Radio sind, denn fürs Radio sind wir zu krass. Bitte vergiss auch nicht die HörerInnen. Die HörerInnen, innen und außen. Ja. Die Hörer möchte ich am liebsten von innen sehen. Das Äußere interessiert mich gar nicht so sehr. Hallo, liebe Leute, wir sind eigentlich gerade live. Wenn ihr das gerade nur über Spotify oder YouTube hört, habt ihr das verpasst, weil ihr Pläde seid. Schön. Tino ist da. Wie kann man so dumm sein? Tino ist da mit seinem Manga-Magazin, hat er auch mitgebracht. Manga-Magazin. Und Herr Rotes sitzt neben mir. What? Ja, also wir haben die Hologrammtechnik genutzt. Boah, jetzt du sagst Holo, ne? Da kriegst du wieder einen nervösen Zeigefinger. Ach übrigens, ich wollte nur kurz spoilern, diese Woche kriegt eine 10 und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, aber der kommt noch. Oh. Ach, wir sind übrigens Brennpunkt Internet. Ein saftiges Aloha. From von der auf da, den Datenautobahn. Hitler hat Autobahn. Geh, der baut. Hat die Autodatenbahn gebaut. So, nee, was wolltest du? Nee, du wolltest gar nichts. Du wolltest nur mal teasern, ne? Wir berichten jeden Tag in den Infoschleudereien mit unseren ganzen Witzen und den Informationen der letzten Woche. Für die Leute, die eventuell das allererste Mal hier zuhören. Wir haben uns als Prämisse gesteckt, die Ereignisse der letzten Woche zusammenzufassen, betrachtet aus dem Internet. Deswegen schicken wir dieses saftige Aloha von der Datenautobahn. Und da wir uns über die Wochen und Monate der Aufbereitung immer mehr gesagt haben, ey, wir sind viel zu professionell, wir waren im Radio, sind aus dem Radio rausgeflogen. Das stimmt vielleicht nicht. Auch nicht. Natürlich nicht. Das ist eine gute Frage. Ist mein T-Shirt überhaupt Twitch-konform? Ey, das ist einfach nur gutes Merch. Okay. Wollen wir uns nicht gegenseitig vorstellen? Nichts. Da hat sich doch gerade einer gefreut im Chat. Ja, du hast meinen Gedanken zerstört, aber ist egal, genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Wir haben uns gedacht, hey, wir sind viel zu professionell, deswegen holen wir uns Herr Rodes dazu, der uns immerhin die Anmoderation immer kaputt grätschen kann. Und in dem Sinne, Herr Rodes Armloch neben mir, hallo. Hi. Und jetzt? Leute, was eine Woche das wieder war, ne? Es war so eine Woche, es hat sich fast angefühlt wie ein Monat. Tino. Ich muss ganz kurz mal zwischengrätschen, ja. Weil Tino ist ja immer so ein bisschen unser Deutschlandbeauftragter. Und ich habe vor ein paar Tagen mitgekriegt, da haben auf Twitter Leute gesagt, Hashtag Rassismus, Hashtag irgendwas. Ist hier in Deutschland auch jemand Farbiges kaputt gemacht worden oder war das nur in Amerika? Und die Deutschen haben auch darüber getwittert. Also ich glaube, letzteres. Ich nicht kaputt gemacht. Du musst auch den hier jetzt, guck mal. Tino? Ja, ich habe den Stream gerade nicht am Laufen. Du musst den nicht am Laufen haben. Du bist alles, was zählt. Ach so. Ich sehe quasi nichts. Ich sehe den Chat, aber nicht euch. Wir sehen uns nie im Brennpunkt. Seit wann ist denn das bitte ein Problem? Oh. Bist du nicht die letzten 8 Wochen dran gewohnt, Tino? Doch, inzwischen schon. Aber es fehlt mir. Mir fehlt der persönliche Kontakt zu euch beiden. Das ist... Du hättest dir deinen Astronautenanzug anziehen können und hierher schlendern können. Aber nein, wolltest du nicht machen. Astronautenanzug, was ein gutes Stichwort. Habt das gesehen diese Woche, das, was wie nicht nichts passiert ist. Wie Millionen Leute... Old Man Yells at Cloud. Wie Millionen Leute sich angeschaut haben, wie zwei Menschen sitzen... 7 Stunden lang. ...und nichts tun. Und sich voll scheißen.
Die sitzen ja dann in ihren Anzügen, das dauert ja eine Stunde, die anzuziehen. Die müssen ja. Habe ich da Bits gehört? Ja, Bits! Danke. Ja, ja, ist jetzt, Stand jetzt ist das demnächst. Ja, eine Stunde sagt Severus, ich glaube, das könnte sogar stimmen. Ja, vielleicht kriegen wir das ja hin, uns das noch anzuschauen. Obwohl ich das nicht so. Du bist doch hier immer, du sagst doch mal Elon Musk, oh, onanier mir einen weg. So. Was ist denn jetzt das Spektakuläre dran? Konnte mir im Stream das letzte Mal keiner erklären, warum ist das jetzt so geil? Was ist an dieser Rakete anders als an allen anderen Raketen? Ich bin tatsächlich gar nicht so krass in dem Thema drin. Mhm. SpaceX schickt aber zum ersten Mal, ist ja eine völlig junge, neue Raumfahrtfirma, bis mir der richtige Name einfällt. Und die haben bisher, soweit ich weiß, noch keine Leute hochgeschickt. Das wären jetzt die Ersten. Also schauen die Leute schon zu, weil sie einfach sehen wollen, wie Leute sterben potenziell. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute sterben, weil sonst wäre ziemlich viel Schluss mit ihren Sachen. Ist richtig, aber der Start der Rakete ist ja nicht davon beeinflusst. Also oder wiegen die Leute, die da drin sind, so viel mehr, dass der Start ganz anders verläuft als bei jeder anderen Rakete auf der Welt jemals? Nee, das stimmt natürlich auch nicht. Aber wenn du dir zum Beispiel zum ersten Mal angeguckt hast, wie... ich sag ja immer wieder, die YouTuber sind raffiniert. Das ist halt ein Problem, weil Tino da im Fernsehen drin ist. Ja. Und dann ist Tino halt stumm, wenn wir das ausmachen. Echt? Okay, krass. Und zwar, aber ist nicht heute irgendein Prototyp explodiert? War das der? Bei Elon Musk explodiert ganz schön viel. Also wenn er Raketen testet, ist es meistens so gebaut, dass es... einen experimentellen Charakter hat. Natürlich nur, wenn keine Leute drin sitzen. It's not a bug, it's a feature. Der Punkt ist, was sehr spektakulär war, war damals, wo diese erste Falcon Schlag mich tot flog. Ich habe es leider gerade nicht im Kopf. Millennium Falcon war das. Und dann diese Triebwerke wieder zurück zur Erde kamen und so synchron gelandet haben. Das war ja echt, das ist vorher nie passiert. Ne? Hat man vorher nie gesehen. Das war schon was Spektakuläres, da zu sein. So was erhoffen sich sicherlich auch Leute, was zu sehen, was sie noch nicht gesehen haben. Ob das so verläuft wie dieser Typ, der beweisen wollte, dass die Erde eine Scheibe ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn es dumm läuft, dann eher so durch was ganz Dummes, was man nicht vorhersehen konnte. Brennpunkt-Hörer wissen mehr auf jeden Fall von dieser Story. Aber das war natürlich nicht die krasseste Story diese Woche. Tino, holy shit, hast du das ganze Drama miterlebt? Ich kann sagen, Corona ist officially over. Bei so viel Drama, was jetzt wieder auf dem Menü steht, Hammer. Habe ich da Bits gehört? Ja, Bits! Ja, alter Schwede, Leon, Unge, Mimi, was zur Hölle war da denn los? Ja, absolut, das war unfassbar. Du und Dreiecksbeziehung, wie stehst du denn dazu? Ja, ich war ziemlich erschrocken über diese Nachricht und dieses Ereignis. Und ich muss sagen, selbst mich als Sexualpädagogen hat das ziemlich aus der Bahn geworfen, was da passiert ist. Okay. Was ich kann es gar nicht. Er weiß wahrscheinlich nicht. Natürlich nicht. Tino, erklär mal. Ich kann es gar nicht aussprechen, ja, aber diese drei haben sich trotz Corona-Beschränkungen einfach getroffen und haben rumgemacht miteinander. Mit Atemschutzmasken, aber trotzdem haben sie Blowjobs verteilt. Und das war sehr kompliziert, aber es ging. Mhm. Wie macht man das? Ist da so ein Reißverschluss vorne dran? Oder? Nee, du hast so einen sehr tiefen Mundschutz, also einen sehr großen Ach Mundschutz. Ach so, also es ist quasi ein Kondom-Mundschutz. Dass es so reingeht, genau, richtig. Das haben die gemacht, die drei Dings. Hart. Also das verstehe ich schon, dass da ganz YouTube Deutschland drüber redet. Aber ist das die Revolution? Ist Pandemie jetzt nicht mehr? Es ist die Reformation. Es dauert sehr langsam. Okay. Aber es geht voran. Ja. Was ist denn wirklich passiert? Du bist ja wirklich im Thema. Also von dem, was ich gehört habe, es wurde ja letzte Woche schon gesagt, dass Leon den Mimi sehr, sehr stark angegriffen hat. Ja. Darauf müssen wir jetzt nicht im Detail eingehen, aber es kam jetzt die erste Antwort von Mimi. Ich weiß nicht, inwiefern das mit Unge zu tun hat. Ich weiß nur, dass Leon auch Unge angegriffen hat. Ja, ja. Das war ja im Mimis Video, davon war die Rede. Das mit Mimi kam später. Pass auf, Tino, hier kommt's. Es gab einen wilden Schlagabtausch, von dem haben wir ja letzte Woche schon berichtet. Jetzt hat aber Leon zum Gegenangriff ausgeholt und zwar nicht gegen Mimi nochmal, sondern gegen Unge, weil Unge laut Leon ein Diktator ist, weil er Dinge sagt und ihm angeblich die Menschlichkeit aberkennt, weil er sagt, er ist eine Parodie auf einen Menschen. Und das hat sich ja alles so ein bisschen verstrickt. Das war ein sehr langes Video, ich glaube 35 Minuten. Das habe ich gesehen und es ist echt nicht viel hängen geblieben, weil wirklich ganz viel dieses typische Leon-Geblubber dabei war. Darauf hat Unge dann wiederum 2,5 Stunden reagiert. Die Scheiße habe ich mir nicht gegeben. Ein paar Ausschnitte habe ich gesehen so. Und parallel dazu hat Mimi auf seinem Zweitkanal ein Video hochgeladen, wie er darauf eingeht, was Leon doch wieder für Quatsch erzählt. Und jetzt ist Leon ganz schön in Bedrängnis geraten, denn er hat irgendwie Gewinnspiele und Leon, die gehen Hand in Hand wie Hitler und Autobahn. Oder wie Simon Desi und Gewinnspiele. Ja, oder jeder große asoziale YouTuber und Gewinnspiele.
Und der hat, pass auf Tino, jetzt kommt's, der hat damals, um sein Album zu promoten, ja, ja, was er ja auch bei uns in Weimar gemacht hat, du erinnerst dich, als wir ihn attackiert haben, mit Steinen beworfen. Nee, das waren so Tomaten mit so Hubschraubern drin. Genau, so Kampfhubschraubern, exakt. Du erinnerst dich, Tino, da hat er zusätzlich gesagt, hey, schickt mir den Kaufbeleg vom gekauften Album zu und aus der Schule, aus der am meisten Belege kommen, wähle ich dann quasi die Gewinnerklasse aus und besuche die mit Apo Red zusammen. So, und da hat er irgendwie damals in diesem Ankündigungsvideo so ein Beispielclip gezeigt, wie er in so einer Klasse ist, weil er das halt schon mal gemacht hat. Und hat gesagt, so machen wir das wieder. Und jetzt 3 Jahre später hat Mimi nochmal darauf aufmerksam gemacht, in diesen Paybacks, ey, das ist ja nie passiert, das ist nie aufgelöst worden, du warst nie in so einer Schule mit Apo Red. Und jetzt hat er gesagt, och, Mist, das habe ich ja vergessen zu zeigen, und hat diese alte Footage, die nichts damit zu tun hat, diese Beispiel-Footage, hat die wieder hochgeladen und hat gesagt, guck doch mal, ich war da doch. Also da musste ich richtig hart lachen, als ich das gesehen habe. Wie billig, ist doch und nicht so pass schwer. Auf, das wiederum hat halt Mimi in diesem Zweitkanal-Upload gezeigt, ja, hat ihn da wieder den Bullshit outgecallt, und daraufhin hat er jetzt gesagt, uch, huch, ich hab das ganz verwechselt und vergessen, das ist 100% mein Fehler. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das hast du nicht, nee, das hat er jetzt in seinem neuesten Video, da sitzt er, das ist sein allerneuestes Video, da sitzt er in Unterhose da und sagt, ey, ich habe nicht geduscht, ich habe nicht Zähne geputzt, sehr komischer Flex übrigens, ey Leute, ich setz mich hier hin. Ich bin so ready, ich bin so komisch, dass ich sogar vorm Zähneputzen noch in meinen... Ja. Alles normal, bis dahin. Ja, stimmt, vielleicht ist es einfach ganz normal für ihn. Nee, und sitzt dann da halt in Unterhose da und sagt, hey, das habe ich verkackt. Außerdem hat er auch gesagt, dass er dieses andere Gewinnspiel... Habe ich da Bits gehört? Ja, vielen Dank für Bits! Das andere Gewinnspiel hat er nicht aufgelöst, weil er die Nachricht verloren hat. Also er hat in Instagram ganz viele Sachen zugeschickt bekommen. Genau. Und er hat es gar nicht böse gemeint. Richtig. Und hat dann leider auf Instagram bei so vielen Nachrichten das verloren. Und jetzt hat er gesagt, ey, Ehrensache, diese Sache mit der Schule, gar kein Problem. Ich mach die einfach jetzt. Schickt mir jetzt eure Kaufbelege von vor 3 Jahren. Dass jetzt noch die letzten Lagerverkäufe rausgehen. Ja, genau. Das habe ich nicht mitbekommen, siehst du, weil großartig. Ich bin jetzt auch 2 Tage hier schon, da habe ich keine Videos geguckt. Aber ist heftig. So, also in der Beschreibung muss man dazu sagen, in der Videobeschreibung sagt er dann, steht dann Albumcover, aber im Video sagt er halt Kaufbelege. Mhm. So, das heißt, die Kinder, die ihre 3 Jahre lang den Kassenzettel aufheben von irgendeinem Drecksalbum, großartig auf jeden Fall. Ich ganz, hab ganz den nicht groß. Mehr, leider. Ich hab den nicht mehr. Aber du hättest doch 10 haben müssen, oder? Alle verloren. Also du warst der Einzige, ich hab's genau gesehen, bei dem Leon-Konzert in Weimar, da standest du da und hast dich nur gefreut. An jedem Finger hin ein Einkaufsbeleg. Ja. Ich habe 10 CDs gekauft, weil ich so begeistert war von der Performance. Katastrophe. Unfassbar. Katastrophe, das war so scheiße. Und ich hatte noch diese Kackkamera. Die war richtig gut. Ja, also für mich auf jeden Fall eine gefundene Grube für Memes. Ich hatte die Idee, vielleicht sollte ich einfach mal Leon Mascher in Real Life machen. Das gibt immer mehr Potenzial. Er sagt halt auch, das habe ich auch wieder ganz vergessen, das ist so sein Go-To-Ding. Hey Leute, Unge, bevor wir das jetzt ausdiskutieren, ich komme nach Madeira und wir machen einen Livestream zusammen. Also er will jetzt mit allen Leuten jetzt, mit denen er sich irgendwie unterhalten kann, will er sich persönlich treffen und einen Livestream machen. Als ob das da keine anderen Wege gibt. Ja, das ist jetzt so sein Ding. Und aber Stichwort geile Memes draus machen, habe ich gleich das nächste Thema. Wir können gerne noch kurz auf das Meme eingehen. Wir müssen, das eine Sache darf nicht unerwähnt sein. Er sagt außerdem, hey, ich kann auch gerne einen Lügendetektor mitbringen. Das ist echt großartig. Und da schließen wir uns dran an, Unge. Und dann machen wir im Livestream Lügendetektor-Test. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Lügendetektor äußerst echt sein wird, wenn Leon den mitbringt. Das ist halt so großartig. Da sitzt dann auch so ein kleiner Aporett drin, der nach links und rechts dreht. Ey, Waller lehnt dich nicht gut. War das schon wieder rassistisch? Nein, der redet so. Halt wirklich so. Yeezy. Lügendetektor mit Handy-App, genau. Ja, der Chat ist auch dabei. Er hat auch gesagt, wenn Corona ist und keine Flieger gehen, er schwimmt zur Not darüber. Also wirklich, das war ein okay, ganz... dann hätte ich aber als Unge gesagt, bitte, Feuer frei. Und wäre das Thema Leon nämlich geklärt. Ja, stimmt. Der einfachste Weg, die Sache zu klären. Mhm. Ja. Und die letzte Sache, die ich da vielleicht noch erwähnen wollte, ist, dass er ja eigentlich ganz groß angekündigt hat, er macht jetzt diesen Zweitkanal Real Talk. Mhm. Da ist halt immer noch kein Video entstanden. Ach echt, er hat das auf den Hauptkanal gemacht? Sind alle auf dem Hauptkanal.
Das, ich glaube, der hat einfach nicht die Abonnenten gekriegt, die er sich erhofft hat. Ja, aber womit hat er denn gerechnet? Das, also, 100.000? Vor allem, keine Ahnung. Kommen die Abonnenten nicht erst, wenn die Videos dann da sind? So. Ja. Naja. Okay. Das war's erstmal. Also, das war für mich auf jeden Fall sehr erheiternd diese Woche. Also, mit Recht. Leon in Real Life, coole Sache. Kann man hervorragende Memes draus machen. Wo kann man noch große Memes draus machen? Ein Grund, warum ich diese Woche eine 10 von 10 geben werde. Die Alde von Gerhard Schröder hat auf ihrem Instagram-Account Fotos von ihm geleakt, die fucking witzig sind. Und Saros, du hältst jetzt deinen Schnauze. Die sind besser als die von Kai Pflaume. Sag ich, wie es ist. Da sind so gute dabei und ich kann sie ja jetzt sogar reinhalten. Für die, die es nicht wissen, wir sind ja... Sind die verheiratet? Weiß ist das ich einfach doch nicht, seine scheißegal. Frau? Aber es ist eine Asiatin, das könnte was für dich. Ich war schon mal in Japan. Ja, ich habe das auch gesehen, aber du hast gesagt, geleakt. Hat sie nicht einfach Fotos hochgeladen? Oder ist das so dieses IT-Sprech, was du immer... Das war auf jeden Fall ein Leak. Okay. Also, klingt halt geiler. Ach so, okay. Wer ist die denn nochmal? Alter, das ist ja tatsächlich, das war jetzt ein League of Legends, oder? Kann man so sagen. Ja. Ich meine, was ist niedlicher? Kannst du mal ganz kurz das Streamfenster anmachen? Ja, dann muss ich Tino wegmachen. Als wenn hier der Gerhard Schröder, unser alter Bundeskanzler, mit Blumenstrauß süß lächelt. Guck doch mal. Och, ist das schön. Und wie ich das überhaupt nicht hinkriege, dass es fokussiert. Naja, Stream-Zuschauer wissen mehr. Podcast-Hörer sind trotzdem klug. Es wird nicht scharf, aber ihr könnt es ungefähr vorstellen. Also das ist halt Schröder. Und davon gibt es so gute. Also guckt rein, da gibt es ein paar. Und guckt euch das an. Und das hat mich echt so krass erheitert, dass ich dachte so, Alter, was ist, es gibt nichts Schlimmes auf der Welt. Es ist einfach alles schön. Und Jürgen, sagst richtig, Gerhard ist einfach lustig. Aber Herodes, ich gucke ihn an, ich kann euch gar nicht auseinanderhalten. Ja. Tino, du bist doch in der Politik. Ja. Ist nicht richtig. Gerhard Schröder jemand, der irgendwie längst tot sein müsste oder so? Also für mich ist der irgendwie 80. Wie alt ist der denn? Der ist gefühlt 120. Ne? Und der war ja mal Bundeskanzler bei uns in Deutschland. Und ach das so, Fun Fact. Das war zu einer Zeit, als ich, wie alt war ich denn da? Boah, ich war da auch voll klein. Also ich habe das Abdanken auf jeden Fall live im Fernsehen gesehen, bei einem Kumpel zu Hause. Aber ich hab ihn geliebt als Kind, weil ich als CD zu Weihnachten... Jetzt auch den Steuersong? Ja, das ganze Album habe ich bekommen, das ganze Album mit den ganz großen Hits drauf. Und ich war ein riesen Fan von Gerd Schröder und dachte so ein bisschen, dass es der echte ist. Nee, ich wusste, dass das ein Stimmimitator ist. Es gab ja damals Gerhard Schröder und da hat jemand, ein übelst guter Stimmimitator von ihm, halt einen Song gemacht. Ich erhöhe euch die Steuern, genau. Auf Last Ketchup, SMH und so weiter. Haben wir im Intro gehört bereits. Der Steuersong, okay. Ja. Der Steuersong. Und das habe ich als Kind auch geliebt. Ich hatte die Single, ich hatte kein Album und habe das geliebt, Alter. Und ich mochte Gerhard Schröder auch mehr als die ganzen anderen Leute, aber ich kannte die ganzen anderen Leute, glaube ich, auch gar nicht. Ich war auch immer bei Wahlen so, ey, Schröder, geil, Und ich war ganz traurig, als dann Merkel kam und die Wahl gewonnen hat, weil ich dachte, jetzt kommen keine CDs mehr von dem. Jetzt gibt es nur noch CD. Ein bisschen Padumcast hier auch noch reingebracht. Na, aber. Nee, dann bist du gar nicht gewahr dessen, dass diese Stimme, von der du da redest, auch jetzt einen Podcast hat. Hat sie? Ja. War ich nicht. Ja. Gerhard Schröder hat einen Podcast, stimmt. Ja, wahrscheinlich nicht der echte, aber eben jene Stimme, die da dieses... Ich dachte, der echte Elmar Brandt. Kommt hin. Ist er das? Ja. Kommt hin. Genau, aber ich dachte, der echte Schröder hat einen Podcast. Schön wäre es, aber der muss doch Braten und Blumen hochhalten. Und sich mit Putin treffen. Die sind doch Homeboys. Das wäre doch cool. Putin und Schröder im Podcast. Das klingt wie so eine geile Buddy-Comedy. Wir können die ja mal einladen einfach. Einfach mal einladen. Ja. Einfach einladen, klar, die kommen auch. Ruf doch mal an, Ruf doch im Stream immer Leute an, ruf doch mal Putin an. Ich kann noch ein bisschen Russisch. Nee, pass auf, da kann ich ja bei der Seite hier noch was erzählen. Also wir hatten ja damals diese Bunkertheorie hier bei der Schule hier, ne? So. Nochmal? Bunkertheorie. Was ist die Bunkertheorie? Dass unter der Schule nicht nur ein Keller ist, sondern auch ein Hohlraum. Ach, bei deinem Gymnasium? Ja. Ach so, das meinst du, wo es Bandscheinzimmer ist. Und da wurde wohl bis zu irgendeiner Ex-Frau von, das war ganz komisch, die Putina wurde irgendwie auch hin telefoniert. Die Ex-Frau von, oder die tatsächliche Frau, ich weiß es gar nicht. Und die hat halt irgendwie jetzt einen Kindergarten. Ich weiß es nicht mehr genau. Okay, Fun Fact. Habe ich da Witz gehört? Erzähl es einfach, wie es dir gerade einfällt. Das klingt auf jeden Fall gut. Ja, das muss also ja nicht stimmen. Die Ex-Frau von Putin, die solche Orken hat, ja,
und nur nackt rumläuft den ganzen Tag, aber 130 ist, Deutsch spricht, die hat einen Kindergarten und gleichzeitig Schule, ist Lehrerin in Deutschland und gleichzeitig Russland, und die wurde kontaktiert, um da Kontakt aufzubauen, weil für den Fall, dass irgendwelche russischen Staatsschätze irgendwo auftauchen, ja, ist es ja dann auch für Russland relevant, davon zu erfahren. Egal. Unabhängig davon, guck, der Podcast von Schröder heißt die Agenda. Julius schreibt gerade, dass der Podcast echt ist. Ja. Ja, wie gut, dass ich hier der Chatbeauftragte bin, du Otto. Jetzt haben wir gleichzeitig dasselbe gesagt. Oh. Professionalität. Tino, du als Deutschlandbeauftragter, ich habe mich für Deutschland außerhalb von YouTube diese Woche gar nicht interessiert. Gibt's denn da was Neues? Nicht nur Deutschland, auch Weimar hat was? Eine ganz großartige neue Nachricht. Sagen euch was die LSBTI-freien Zonen etwas? Nee, aber es klingt wieder nach so einer schwulen Scheiße. Da gibt's kein 5G. Das ja, war jetzt nur beides. Ein Spaß. Beides, denn es gibt in Polen sogenannte LSBTI-freie Zonen, die gewisse Kommunen unterschreiben und dann behaupten, dass bei denen es entweder keine Schwulen gäbe oder dass die nicht anerkannt werden und diskriminiert werden dürfen. Und auch die Partnerstadt von Weimar, Zamosk, hat auch so eins unterschrieben. Und jetzt wurde Herr Peter Kleine, unser bester Freund, unter Druck gesetzt und wurde jetzt gezwungen, sozusagen Stellung zu beziehen. Und seine Antwort war, er ist sehr besorgt und er wird eine Zoom-Konferenz mit dem OB von Zamosk ausmachen. Dann werden sie diskutieren. Ich werde jetzt eure Daten in Gefahr bringen. Jetzt machen wir eine Zoom-Konferenz. Jetzt ist Schluss mit lustig. Nee, und ich wäre voll gerne dabei. Ich muss ganz kurz nochmal nachfragen. Das ist also eine Zone, in der sich keine Leute befinden. Also die einen meinen, es gäbe keine Schwulen bei denen, und andere, die sind stolz darauf, dass diese unterdrückt werden und klein gehalten werden. Das heißt, die sind bei uns nicht willkommen, sozusagen. Okay. Dumm. Und das betrifft eben auch die Partnerstadt von Weimar, und das ist schon bekannt seit einigen Monaten. Warte mal, Weimar und diese Stadt sind Partner? Genau, voll gay, das, ne? Ja, auf jeden. Ja, gut. Oder Partnerinnen. Ich weiß ja nicht, was Weimar für ein Geschlecht hat. Na, das Weimar, da muss man aber aufpassen. Nicht, dass wir das falsch gendern jetzt. Oh, das kann sein. Ja gut, und da gibt es aber jetzt noch kein Outcome. Nee, die Zoom-Konferenz wird noch stattfinden. Und ich wäre gerne dabei, wie Herr Kleine den OB von Zamosk fertig macht und sagt, hier, die Schwulen, das sind auch nur Menschen wie du und ich. Das könnte ich auf gerne jeden Fall sehen. Markante zeigen, finde ich. Wäre eine gute Gelegenheit. Ja, endlich mal. Was sagen Sie dazu? Er könnte im Rahmen dessen einfach mal irgendwie das Goethe-Schiller-Denkmal irgendwie genderbändern, wie sagt man, crossdressen, weißt du, um Zeichen zu setzen. Herr Kleine müsste sich im Kleid hinsetzen und mit einer Perücke, das wäre cool. Herr Kleidne. Ja. Nee, deine Reaktion sehen. Aber jetzt mal wirklich, wenn Herr Kleine das nicht macht, warum machen die das nicht einfach? Wir stecken Goethe und Schiller in ein Kleid, malen die an irgendwie, lippenbunt und so. Wir gucken mal, sagen, was passiert. Hier, ich höre halt gerade erst davon, ja. Wenn Kleine nicht hart genug durchgreifen, müssen wir sowas machen. Dann machen wir das halt. Dann laden wir wirklich Herr Kleine mal ein. Wir wollten ihn ja mal einladen, als wir noch im Radio liefen. Jetzt laden wir ihn halt einfach zu mir aufs Bett ein. Ja. Aber er war nicht abgeneigt. Da können wir mal über homosexuellen Kontakt reden, Herr Kleine. Er hat mir geschrieben, dass er es an dem Wochenende nicht schafft, aber... Er hat mal Lust drauf und er lädt mich auf eine Matte ein. Wenn der hört, dass wir aus Gründen nicht mehr im Radio laufen, da wird er richtig Bock haben. Ach, nee, Alter, dann würde das Radio einfach, würde das Radio enteignen und uns das Haus geben. Stimmt. Ja, schön. Sehr gute Nachricht, Tino. Habe ich noch nie von gehört, aber bin ich echt gespannt, wie das ausgeht. Und es gibt noch einen neuen Fakt von Xavier Naidoo. Oh ja, Herodes freut sich. Der hat rausgefunden, dass es gar keine Außerirdischen gibt. Es gibt nur Unterirdische. Oh, sind das jetzt die Ex-Menschen aus der Hohlerde oder wer? So ist es. Und das finde ich tatsächlich gar nicht mal so unrealistisch. Das ist doch viel lustiger, viel spannender als von da oben, wenn die von da unten kommen. Wir haben falsch gedacht. Wir suchen seit Jahrzehnten nach Außerirdischen, richten irgendwelche Teleskope ins Weltall. Dabei sind die unter uns. Wir müssen die Teleskope nach unten richten. Hörst du gerade zum ersten Mal von Hohlerdlern oder was? Nein, aber... Aber diese Theorie, dass es keine Außerirdischen gibt, aber Unterirdische, das finde ich großartig. Aber denk diese Theorie dann gerne mal zu Ende, ja? Dass
aus Perspektive von einem Xavier Naidoo, die Elite, ja, diese Reptiloiden sind ja schon die, die dann die Fäden in der Hand haben, ja. Genau. Diese Elite hat die Wahl, mit uns alles zu machen, was sie wollen. Und sie entscheiden sich ganz bewusst, tief in der Scheiße, in der Erde, in irgendeinem Dreckshöhlensystem zu wohnen. Und jetzt geil. Kommt der Clou der ganzen Sache, liebe Leute. Ich habe es rausgefunden. Und zwar, kennt ihr noch aus Kindheitstagen diese Polly Pocket? Figuren, ja, klar. Alter, ja. Diese wo die von unten die Figuren gesteuert haben. Ja. Das machen die mit uns auch. Ey, sagt ihr das wirklich? Nee, sag ich jetzt. Ach so, ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, aber schaut euch mal Us an. Von, ich vergesse mal den Namen, ey. Die haben auch als YouTuber, oder nicht als YouTuber, aber die haben halt auf YouTube angefangen. Kay and Peele. Das heißt, Kay, ihr wisst es doch, der Chat Jordan Peele, genau, und der andere macht jetzt mit Joe Biden immer mal witzige Werbespots. Genau, die Lochis. Piff, Paff, Puff hat recht. Die Lochis. Us, der Film von die Lochis. Dieses, was du gerade gesagt hast, Tino. Ich glaube, die sind da auch eine heiße Sache auf der Spur, sag ich mal. Glaubst du, ich lebe jetzt gefährlich? Nee, ich glaube nicht. Du lebst nämlich nicht in Amerika. In Amerika brennt ja gerade alles. Joa. Das stimmt. Wird Zeit, ne? Das ist ein großer Block bei mir, aber wir können auch gerne noch über Hohlerde reden. Nö, ich habe noch so ein paar Popelthemen, die können wir abhaken. Zwischenbemerkung, Hugo One of Two sagt, wozu das Ganze live in der Chat komplett ignoriert wird. Wenn was den Podcast betrifft, wird es reingenommen. Genau. Dann musst du aber hier auf jeden Fall auch gucken. Ich gucke. Ich sehe es ja auch, ich habe es auch im Blick hier. Ach so. Also es wird hier zum Beispiel gesagt, dass es in der Erde gar kein Höhlensystem ist, sondern dass in der Erde nochmal eine Sonne ist. Aber sorry, das ist einfach halt Bullshit. Das muss ich jetzt nicht mal in die Welt reinblasen. Mach das, aber wie passt die Sonne in die Erde rein? Warum? Nee. Das ist eine ganz kleine Sonne. Das ist so ein Ball. So ein ganz so kleines klein. Licht. Mhm. Das ist das Licht, was man in den Kinderaugen immer sieht. Mhm. One in seven children, verreck! So. Also, in Amerika, Tino. Ja. Nochmal, ich habe halt wirklich gedacht, dass parallel in Deutschland auch sowas passiert ist. Aber scheinbar nicht, gut. Ich weiß von nichts tatsächlich. Vielleicht weiß der Chat ja mehr. Ist denn auch in Deutschland ein Schwarzer ermordet worden von Polizisten oder so? Wer weiß mehr? Kleine Sonnen funktionieren nicht. Do you even Physik? Ja, das ist doch hier. Ron hat hier die ganze Zeit so eine kleine Sonne in der Hand und spielt damit rum. Da hat sich der Chat auch schon aufgeregt. Ja. Herr Rodes ist meine kleine Sonne. Fresse. China! Ja, Lassie spielt darauf an, dass Trump wieder auf Twitter ganz, ganz lustig war und ganz dumme Tweets abgelassen hat. Da würde ich gleich drauf kommen. Unter anderem hat er halt einfach getweetet, China. Nichts weiter. Einfach nur China! Hm. Und das habe ich jetzt nicht rassistisch ausgesprochen, sondern so, wie Trump es ausspricht. Ach, mir ist es doch China. Egal. China. Also, wenn Trump es in seiner Amtszeit nochmal schafft, was Geileres als Koffee vorauszuhauen, bin ich glücklich. Mhm. Ansonsten muss er nochmal 4 Jahre. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage zu Kaffee nichts anderes mehr als Koffefe. Und es ist für mich einfach nur noch Koffefe. Hm. Und Koffefe spricht sich geil. Na gut. Okay, Tino, weißt du Bescheid über die Sache in Amerika? Ja, ich würde sogar sagen, das hat etwas virale Hitler-mäßiges, aber ganz traurig. Ja. Denn ein Video ging ja um die ganze Welt von einem schwarzen US-Amerikaner namens George Floyd, ja. Welcher von einem Polizisten, also erst hieß es von einem Polizisten, auf den Boden gedrückt wurde mit dem Knie, also auf den Nacken quasi, obwohl er immer gejammert hatte, dass ihm alles wehtut, er kann nicht atmen. Sorry. Er soll bitte aufhören. Ich darf hier nicht so reinlachen, wir sind ja hier auch gerade mit Video, ich musste gerade dran denken. Leon Mascher, auf meinen Nacken! Egal. Auf meinen Nacken. Das ist ein sehr ernstes Thema. Und das ist nicht cool. Ein bisschen Contenance. Er hat quasi, Hitman sagt gerade gejammert. Ich würde eigentlich sagen, er hat sich geäußert, dass ihm alles wehtut und dass er keine Luft bekommt und so weiter. Und es wurde halt nicht ernst genommen von der Polizei. Ist denn gejammert negativ konnotiert irgendwie? Also ja, vielleicht im falschen Kontext. Nehm's zurück. Ich sage, er hat sich quasi geäußert, sehr stark, dass er Schmerzen hat, nicht atmen kann. Ja. Aber die Cops haben nichts geändert und haben ihn weiter auf den Boden gedrückt und das wurde halt gefilmt und später starb der George Floyd und es waren wohl fast 8 Minuten, die sie auf ihm drauf saßen. Ich glaube fast 9, 8 Minuten 53 hatte ich gelesen
Und wie du gesagt hast, man hat später dann nochmal einen zweiten Winkel gesehen, dass sie zu dritt auf dem drauf waren und er war bereits in Handschellen. Und das richtig perfide, auch, das haben wir ja auch ganz gerne gemacht bei solchen Videos, die kurz zu beschreiben, damit auch der Bedarf nicht unbedingt da ist, die sich nochmal anzuschauen. Das perfideste, ja, was darin vorkommt, ist einfach, dass er auf dem Boden liegt und sagt, ich kann nicht atmen. Und der Typ, der auf seinem Genick kniet, der sagt dann, dann steig doch einfach ins Auto ein. Wo es ihm physikalisch einfach unmöglich ist. Es unterscheidet nichts zwischen steigt ins Auto ein und Arbeit macht frei, Entschuldigung. Das ist für mich einfach genau derselbe Zynismus, ja, der grausamer nicht sein könnte. Ja, kann man so sagen. Und Freedom Klausi hat es ergänzt, man muss vielleicht dazu sagen, dass er festgenommen wurde, weil er angeblich versucht hat, mit Falschgeld zu zahlen und die Polizei meint, er hätte sich widersetzt, ja, gibt aber Videobeweis dagegen. Ja, das sagen die Polizisten auch, dass sie irgendwie 10 Minuten versucht hätten, ihn ins Auto zu kriegen und das hat wohl nicht funktioniert und deswegen kniet er jetzt auf ihm. Man sieht vorher leider nichts in dem Video. Ich weiß von 4 Cops, vier Cops auf ihm einer stand daneben, ein asiatisch aussehender steht daneben, der wird auch in dem Video ausführlich zugelabert auf jeden Fall und zu Recht und die anderen 2 sind halt hinterm Auto versteckt. Quasi. Genau, und der ist dann gestorben, der George Floyd. Also ich habe gelesen, erst im Krankenhaus später ist er gestorben, aber Retired Hitman schreibt gerade, dass er wohl noch währenddessen gestorben ist. Das also zumindest ist der Punkt, dass während er da liegt, ungefähr 3 Minuten vergehen, in der er sich überhaupt nicht mehr bewegt hat und keine Lebenszeichen mehr gezeigt hat. Und spätestens da hätte man ja vielleicht aufstehen können. Und die Passanten schreien auch die ganze Zeit, ey, check doch mal, ob ein Puls da ist, check doch mal, steh doch mal auf und so weiter. Und er tut nicht dergleichen. Und das macht dieses Ganze so richtig, dass man auch nicht sagen kann, okay, da ist jetzt vielleicht mal irgendwie im Affekt, ne? Kann man nachvollziehen, wenn man irgendwie Polizist ist, will man auch nicht unbedingt diese Verantwortung haben, in solchen Stresssituationen die perfekte Entscheidung zu treffen. Aber dann, gerade wenn da wirklich gar nichts mehr an Regung ist, hätte man wirklich locker lassen sollen. Und leider gab es das schon sehr oft, dass schwarze Amerikaner von der Polizei unverhältnismäßig behandelt worden sind. Also ich erinnere mich an eine Geschichte von einem Familienvater, der im Auto saß und angehalten worden ist. Und er sollte seine Papiere vorzeigen. Und dann hat er geguckt, wo er seine Papiere hat, wollte die ihm zeigen. Und dann hat der Cop auf ihn geschossen und mit der Begründung, er dachte, dass er eine Waffe rausholt. Obwohl er einfach nur seinen Führerschein rausholen wollte. Ja. Das gibt es halt sehr häufig. Das war wieder mal ein weiterer Fakt oder Beweis, dass die Polizei sehr rassistisch agiert in den USA. Und das hat jetzt Proteste ausgelöst. Insbesondere in diesem Ort, wenn ich Minneapolis. Das richtig lese. Minneapolis, ja. Die Hauptstadt von Minnesota, würde ich sagen. Das ist ja auch für mich so eine Sache. Ne? Ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch und sag so, ey Tino, du mit deinen Schauspielkollegen und so und hab so ein kleines Problem mit dem Wort Privileg auch. Also zumindest, wenn es inflationär eingesetzt wird. Aber gerade in dem Verhältnis kann ich mich da absolut dahinter stellen, dass wahrscheinlich, wenn derselbe Fall gewesen wäre mit einem Weißen im Anzug zum Beispiel oder weiße Frau, egal, ich kann mir schon vorstellen, dass das wahrscheinlich nicht so ausgegangen wäre. Und da kann man, denke ich, schon getrost von Privileg sprechen. Und deswegen, zu Recht, ist ja was passiert für die 2 Leute, die vielleicht nicht mitbekommen haben, was da passiert ist, dass jetzt unter anderem Minneapolis, aber auch Atlanta und Washington D.C., ich glaube, D.C. brennt nicht, aber da gab es jetzt die letzten 3-4 Tage richtig heftige Ausschreitungen mit Hang zur Brandstiftung. Hier und da kursieren auch diverse Theorien und Bilder, dass wieder so, wie damals auch in Hongkong, dass quasi Polizisten eingeschleust wurden, um das anzustacheln und anzufangen mit Dings. Ich habe da bis jetzt noch nichts Hundertprozentiges Bestätigtes gesehen, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Aber auf jeden Fall merkt man, die Leute haben genug und es läutet so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen, hoffentlich das Ende für die Trump-Ära ein. Würde ich jetzt, wenn ich das positiv sehen will, so formulieren. Denn ich habe auch sehr viele Leute gesehen, die halt, wie gesagt, in Washington aufmarschiert sind. Also eine Stadt, die sehr weit davon entfernt ist, von Minneapolis, wo das passiert ist. Und auch protestieren und Fuck Trump und so an die Wände sprühen mit Graffiti. Und
Jetzt höre ich erstmal kurz auf zu reden, weil ich die ganze Zeit so einen langen Monolog gemacht habe. Ey, was geht? Ergänzt, der CNN-Studio in Atlanta wurde angezündet. Das und ein schwarzer Reporter, alles noch, ja. Der nichts damit gemacht, zu tun hatte, wurde einfach festgenommen. Das ist jetzt ein bisschen runtergeradet, das ist halt super hart. Also während sie live senden, CNN, ach so, live. Live übertragen, hat ein farbiger Reporter berichtet, ja, hier ist Polizei, da hinten passiert das und das. Und denen wurde gesagt, also diesem Journalistenteam wurde gesagt, ey, hier dürft ihr stehen sozusagen. Dann hat er seinen Beitrag gemacht und währenddessen kamen vermutlich andere oder was auch immer und haben ihn festgenommen, live auf Kamera, während das live übertragen wurde. So. Und er hat auch keinerlei irgendwie Widerstand gehabt und so. Also hat gesagt, okay, warum, nichts weiter. Hinterher wurde ihm gesagt, ey, ich habe nur Befehle ausgeführt. Der klassische Nürnberger Prozesse-Verteidigungssatz, der großartig, da gefallen ist. Da sehe ich aber einige Parallelen schon wieder. Ja, und das hat auf jeden Fall auch ordentlich Outrage getriggert. Hier gibt es gerade zwei Meinungen. Eine sagt, die haben nur ihn festgenommen, andere sagen, die haben das ganze Team festgenommen. Also die haben mindestens zwei festgenommen in dem Video, was ich gesehen habe. Mindestens zwei. Bei dem Rest es folgt jedenfalls sehr harte Proteste und auch brennende Polizeiautos, brennende Einkaufsläden, habe ich sogar gelesen, die gar nichts damit zu tun haben. Und was nicht so cool ist, finde ich, wenn dann irgendwie Leute reingezogen werden, die damit nichts zu tun haben. Aber es bleibt halt so ein bisschen die Message, dass die Bürger die Schnauze voll haben. Und tatsächlich sind auch die Cops entlassen worden zunächst. Und jetzt wird wohl auch gegen den einen mindestens wegen Mordes ermittelt. Ja, aber das hat auch ein paar Tage gedauert. Also das ist nicht sofort passiert. Und verständlicherweise sind die Leute da so ein bisschen entsetzt drüber. Ich finde sowieso generell bei solchen Sachen, warum ist es nicht ein Muss, dass jeder Polizist erstmal diese Bodycams zum Beispiel haben muss und permanent angeschaltet? Ja. Ich finde, das ist eine Art von, klar bin ich sonst auch gegen krasse Überwachung, aber da ist es irgendwie so selbstverständlich, weil dann hinterher auch nichts irgendwie gedreht werden kann und so. Aber dieses Ganze, ey, wir haben uns selber angeschaut, wir haben geprüft, das haben wir ja auch bei der Hongkong Police gesehen, haben wir auch zahlreich drüber berichtet, wir haben geschaut, ob da was falsch gelaufen ist und sind zu dem Schluss gekommen, wir haben alles richtig gemacht. Und das ist nicht so gut. Was Rosi auch noch eben angesprochen hat, das CNN-Gebäude wurde auch angegriffen, aber nicht, weil es CNN ist, sondern weil Polizisten sich darin verschanzt hatten. Und da hatten wir auch so eine kleine Diskussion in der Oase. Da ging es auch so, also ich bin ja so ein Vertreter von ACAB, das ist alles ein bisschen dumm. Also All Cops Are Bastards ist nicht klüger als Rassismus. Und auch im Zuge dessen, was... Ja, Tino, ja. Okay, vielleicht ist es ein Prozent klüger, okay? Für dich, ich gebe dir den Punkt. 1%. Nein, du bist ja als... Also das eine ist Diskriminierung gegen das, was du bist... als was du geboren worden bist, was ja völlig sinnlos ist. Und das andere ist, dass du dich für einen Beruf entscheidest, der ein System stützt und aufrechterhält, was vielleicht viele nicht so geil finden. Okay. Ich finde auch Bullenhass nicht sinnvoll, so verallgemeinert, aber es ist ein Unterschied zwischen Rassismus, auf jeden Fall. Ich verstehe schon, dass das nicht das Gleiche ist, Tino. Ja? Ist ja auch so ein bisschen provokativ gesagt in eine Richtung, aber generell halt, habe ich gemerkt. Alle über einen Kamm scheren, sind wir doch mittlerweile drüber hinaus, oder? Schon. Schön. Also das System, was da erhalten wird, ist aber auch, ey, hier, die Oma will über die Straße geführt werden und so. Herr Polizist, helfen Sie mir mal. Oder, oh, ich wurde ausgeraubt und so. Da ist vielleicht nicht so schlecht, dieses System leben zu lassen. Herodes redet so viel. Ich bin am Chat, wie gesagt, aber ich habe mich halt nur gefragt, dieses System stützen, redest du dabei von den amerikanischen Systemen oder von allen Systemen, was dieses All Cops ja implizieren würde? Ja, also ich rede gerade davon, das zu erklären, also dass ja der viel Bullenhass auch daher resultiert, dass man den Staat ablehnt. Ja, aber das ist ja nur jetzt keine Mehrheit. Was hat schon eine Mehrheit? Wow, Tino, wow. Ganz dickes, fettes Wow an der Stelle. Was hat schon eine Mehrheit? Schön. Ja, also All ist natürlich falsch, ne? Gar keine Frage. Nee, und was doch dazu passierte, ich glaube sogar am selben Tag wie dies, oder einen Tag später, gab es noch ein virales Video von einer Amerikanerin, die einen schwarzen Mann
anzeigen wollte, weil er sie wohl belästigen würde und bedrohen würde. Aber er hatte wohl die ganze Zeit das Video laufen, weil sie halt einen Konflikt hatten. Und sie rief die Polizei und behauptete, dass er sie bedrohen würde. Dabei macht er einfach nichts und steht nur da und diskutiert mit ihr. Und spricht ruhig mit ihr. Und es war wieder so ein Fall von, hätte er nicht mitgefilmt, der schwarze Mann, dann hätten die ihn wahrscheinlich wieder eingesperrt. Und das kam wohl jetzt auch raus. Und die Frau ist entlassen worden aus ihrem Job und hat sich dann entschuldigt bei Twitter. Oder allgemein entschuldigt. Und dann kamen wieder viele Nachrichten, die dann geschrieben haben, ja, das nehme ich dir aber nicht ab, du entschuldigst dich auch nur, weil du erwischt worden bist. True, absolut. Also höchstwahrscheinlich, kann man natürlich nicht sagen. So wie Leo. Ja, schon. Aber immerhin, sie hat eine Konsequenz dafür erhalten, dafür, dass sie grundlos halt jemanden anschwert. Fuck off. Wow. Aber Tilo, du hast ja Twitter genannt. Dann lass uns kurz noch bei Trump bleiben. Seine Twitter-Tiraden diese Woche waren eigentlich die Spitze bisher. Ja. Hatten wir auch als Thema schon wieder. Man sollte es nicht immer als neue Norm ansehen, aber diese Woche hat er auf jeden Fall nochmal richtig auf den Putz gehauen. Angefangen hat es damit, dass er sich sehr darüber aufgeregt hat, dass er gefact-checkt wurde von Twitter. Hat nämlich davon geredet, dass wenn man beim Voten auf den Briefversand zurückgreift, dass das dann ganz, ganz voller Betrug ist, dass diese ganzen Stimmen nicht zählen sollten, weil das stimmt alles nicht, das ist alles Betrug. Und das wurde gefact-checkt, denn es gab einfach sehr viele Untersuchungen, selbst, ich glaube, von einem Trumps eigen initiierten Team, die das untersucht haben, die zu dem Schluss gekommen sind, dass irgendwie bei 1 Million Fälle irgendwie gab es 2 Verdachtsfälle oder so und das war's dann. Also das beruht überhaupt nicht auf Tatsachen. Das wurde von Twitter so, also da gibt es so ein kleines, so ein winziges Banner über dem Tweet, wo dann steht, ey, hier übrigens, Fact-Check, das stimmt nicht, was hier steht. Und da ist er ausgerastet, ich sage dir, Tino. Da wollte er direkt eine Executive Order ins Leben rufen, die Zensur auf Social Media verhindert. Und ist in den Krieg gezogen gegen Twitter. Also hat genau das Gegenteil gemacht von seiner Corona-Reaktion, nämlich alles in seiner Macht Stehende. Und das ging dann ein paar Tage. Während das im Hintergrund lief, hat er ein Video retweetet, wo einer sagt, nur ein toter Demokrat ist ein guter Demokrat. Ganz lange Pause, ganz lange Pause, ganz lange Pause. Ich meine natürlich politisch gesehen, zwinker, zwinker. Was auch ein politisch toter Demokrat so ist, ne? Und das Letzte war dann zu dem Thema, was wir jetzt die ganze Zeit hatten, ist, dass er gesagt hat, when the looting starts, the shooting starts. Die Leute, die protestieren als Thugs, was, soweit ich weiß, mittlerweile auch irgendwie, da bin ich auch nicht ganz da, aber das ist auch so ein bisschen rassistisch konnotiert mittlerweile, dass zum Beispiel ganz viele Zeitungen, wenn es schwarze Verbrecher sind, wird dann von Thugs geredet irgendwie und dann gab es so eine Gegenüberstellung, dann war derselbe Fall mit einem Weißen und da wird es dann irgendwie Teenage Boy genannt und sowas. Deswegen ist das ja auch so ein bisschen rassistisch konnotiert mittlerweile. Egal, Thugs halt Schlägertypen und hat gesagt, ja, also wenn das Looten anfängt, fängt das Schießen an. Und das ist ein Spruch von irgendwann paar und 60 aus Florida. Das hat der Gouverneur oder Bürgermeister oder so damals gesagt, um quasi die Leute aus der Hood in Schach zu halten. Also wenn ihr Scheiße baut, wir schießen sofort, mehr oder weniger. Mhm. Also auch das rassistisch konnotiert. Und da hat er natürlich dann hinterher gesagt, oh, das wusste ich gar nicht, Mhm. In diesen Tweet verpackt war dann auch quasi so, ey, macht mal einen ruhigen da, sonst kommt das Militär und schießt euch alle nieder. So durch die Blume. Natürlich, wenn man dann wieder Trump ist, sagt man, das steht da gar nicht. Aber durch die Blume steht das da drin. So, das war auf jeden Fall jetzt ganz viel Trump wieder. 2 Sachen habe ich dazu noch, aber Herr Rodes kann ja auch... Naja, offenbar ist er heute wieder ausgerastet, weil Merkel seine Einladung in die USA abgelehnt hat. Das habe ich auch gar nicht mitbekommen. G7-Gipfel. Ich auch nicht. Wegen auf einen Kongress ohne Sicherheitsmaßnahmen. Genau, wegen Corona auch. Also Bedenken wegen Corona. Ja. Merkel performt. Ich würde noch ganz kurz auf einen Kommentar eingehen von, wie heißt er denn, 5, Uff, Husin, 3 oder so ähnlich, zum Thema System, dass die Demokratie unser System wäre. Das ist nicht ganz richtig, also es ist nur die halbe Wahrheit. Also Demokratie kann ja auch unterschiedlich aussehen. Es gibt ja parlamentarische Demokratie. Russland hat auch Wahlen. Richtig. Also man spricht hier allgemein vom System, also
Demokratie, Kapitalismus und solche Geschichten. Da kann man sehr verschiedene Bestandteile eines Systems kritisieren und manche kritisieren halt alles und andere nur einen Teil. Ich kritisiere nur einen Teil und das ist der Kapitalismus. Aber ich habe nichts gegen Demokratie. Immer schön kritisieren, aber das macht doch nicht die Polizisten, die den Kapitalismus verteidigen, direkt alle zu Bastarden, oder etwa doch? Nicht alle. Aha, denn all heißt auf Deutsch, machen wir später. Bildungsauftrag hier im Brennpunkt wieder erfüllt. Ich habe Englisch Level C1, glaube ich, wie das heißt. Ich habe auch ein kleines Latinum und kann überhaupt nichts, Tino. Also bleiben wir noch ganz kurz bei Trump. Während das alles passiert ist, hat Joe Biden seinen ersten richtig guten Wahlkampftrailer rausgehauen, 30 Sekunden lang. Den fand ich richtig überzeugend, du. Aber ja, hat halt nicht Joe Biden selber geschnitten. Fände ich geil, wenn. Da geht es darum, dass die Corona-Zahlen immer höher steigen. Man sieht so eine Grafik. Und währenddessen sieht man Trump immer wieder Golf spielen. Denn wie es der Zufall wollte, exakt beim Überschreiten der 100.000 Leute, die gestorben sind, Marke, war Trump gerade golfen. Das hat jetzt so vielen Leuten gereicht, dass sich selbst eine absolute Ikone eingeschaltet hat. Tino, wer könnte es sein? Helge Schneider. Du Trump, du kleines Brot, hör doch auf, sonst bist du tot. Nicht, ich dachte an den Undertaker. Es ist eine Person, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen genauer, es ist eine Person, die 6 Millionen mehr Twitter-Follower hat als Trump. Er hat 80.000 ungefähr, diese Person hat 86. Johnny Depp. Nee. Auch nicht. Da gibt es nicht so viele. Peter Maffay ist es auch nicht. Es ist, wie Dashinia richtig sagt, Taylor Swift. Taylor Swift zieht jetzt in den Social-Media-Krieg gegen Trump. Die hat sich auch 2018 schon eingesetzt, aber jetzt hat sie auch nochmal richtig gegen ihn geschossen, dass er jetzt quasi seit Jahren Rassismus im Weißen Haus verbreitet und das jetzt mehr oder weniger die Quittung dafür ist und wir wählen dich raus, das können wir nicht mehr, das wollen wir nicht mehr, verpiss dich. Und da könnte man jetzt sagen, und sage ich auch eigentlich weiterhin, ist mir scheißegal, was irgendwelche Celebrities denken. Ne? Aber, wie sich herausstellt, 2018 hat Taylor Swift auch schon mal so ein bisschen soft aufmerksam gemacht, ey Leute, geht mal wählen. Und dann ist an einem Tag sind 56.000 Registrationen reingegangen und das waren mehr als den ganzen Monat davor. Also das ist auch in Amerika so ein richtig geiles System, man muss sich erst registrieren jedes Mal und das verfällt dann auch irgendwie auf unbestimmte Zeit, für unbestimmte Zeit, das ist ganz komisch gemacht. Taylor Swift rettet Amerika, endlich. Ist so. Ich war immer ein großer Skeptiker. Als ich das alles gelesen habe, irgendwie war der auch ganz am Anfang, vor 10 Jahren haben die irgendwie White Supremacist auch irgendwie gefeiert, weil die blond und blauäugig ist oder sowas, habe ich dann auch gelesen, keine Ahnung, was das dann wieder ist. Aber das macht es natürlich doppelt nice, ne? Und an dem Punkt kann man sagen, wenn solche Leute, junge Leute zum Wählen bringen, ist ja jetzt auch nichts Schlechteste, ne? Nö, gar nicht. Im Gegenteil. Deswegen finde ich es ja auch gut, dass Künstler und Künstlerinnen sich politisch engagieren oder sich zumindest äußern. Gerade so Menschen wie Taylor Swift und so, die halt wirklich Millionen Follower haben, dass sie Menschen so ein bisschen ins Gewissen reden. Sie müssen ja nicht sagen, oh, bitte wähle unbedingt Dingsbums, aber man kann doch zumindest irgendwie sagen oder auf Sachen hinweisen, die nicht gut sind. Ja, was wollte ich sagen? Weiß ich nicht mehr. Ach genau. Tino, weißt du die Wahlprozente in Deutschland eigentlich, so von den jungen Leuten? Weil die Wahlprozente, also du meinst die Beteiligung, ja, von jungen Leuten? Gering, aber es war glaube ich nur so 20% oder okay, so, nicht mal. Also in Amerika 2018 waren es auch nur 20% der 18- bis 24-Jährigen und das erschien mir sehr, sehr wenig. Hier kommt gerade ein ganz wichtiger Punkt rein. Celebrities, die einen Einfluss haben, sind nicht immer gut. Siehe halt Xavier Naidoo zum Beispiel. Ja. Das hat Vor- und Nachteile, aber insgesamt Leute halt an die Wahlurne oder Ähnliches zu holen, das meine ich, kann ja nichts Schlechtes sein. Es sei denn, es ist schon schlecht. Ja, gut. Also, je mehr Leute wählen, desto repräsentativer ist es auf jeden Fall. Das sage ich auch, wenn ich einen Poppel mache auf Twitch. Das ist schon wichtig. Und natürlich, je mehr Leute wählen, desto geringer sind irgendwelche kleinen Splitterparteien, die eventuell extrem sind, ja, die man vielleicht, stimmt, nicht haben will. Aber was, absolut, ich eh längst überfällig finde, ist, dass du
nicht eine Partei wählst, sondern ein Ranking erstellst. Ich finde, das ist das Vernünftigste, weißt du? Weil es gibt ja, es gab mal so den Vorschlag, Leute, dass man eine Stimme hat und eine Minusstimme hat, dass man quasi entscheiden kann, wer eine Minusstimme kriegt. Zum Beispiel, ja, weil es gibt so viele Leute, die zum Beispiel sagen, ist mir relativ egal, aber zum Beispiel Hauptsache AfD nicht. So, was man jetzt von AfD hält oder nicht, ja, ist da mal dahingestellt. Aber Absolut. Zumindest würde es dann nicht passieren, dass so eine Partei sehr viele Stimmen bekommt, obwohl ein sehr großer Teil der Gesellschaft sagt, die auf keinen Fall. Und das verstehe ich auch nicht, warum das nicht langsam mal, also vielleicht. Ich würde es mal austesten, weil es kann echt passieren, dass dann auch die Grünen mega abstürzen, weil ja auch viele die Grünen nicht mögen. Ja, whatever. Ich würde es gerne mal sehen. Ja, ich auch. Ich habe noch eine Amerika-Sache, aber das schieben wir vielleicht hinten an. Das war jetzt so viel Amerika. Lass mal wieder über dumme Sachen reden. Der wirft rein, dass dieses System zu kompliziert wäre für die meisten Leute. Das sagt er aus Erfahrung. Hat er schon mal kann so ein System sein, gelebt? Ja. In so einem Wahlsystem? Ja, aber also eine Plus- und eine Minusstimme? Ey, manchmal kriegen so Leute schwer, nicht mal hin, den Wahlzettel nicht zu unterschreiben. Gibt's auch. Also das muss schon echt einfach sein. Und zum anderen, Leute, die es nicht hinkriegen, vielleicht sollten die ja auch nicht, ja, wer weiß, ne? Also ist jetzt natürlich sehr undemokratisch, aber vielleicht. Also ich sage ja auch, man sollte erst ab einer bestimmten politischen Bildung. Ab einem bestimmten IQ-Punkt. Nee, gar nicht. Also selbst Behinderte sind ja betroffen von der Politik, wenn sie geistig behindert sind, einen sehr, sehr, sehr niedrigen IQ haben. Aber wenn sie sich mit der Politik auseinandergesetzt haben, sollten sie wählen. Wohingegen eine Oma, die jetzt seit 30 Jahren aus Gewohnheit wählt, vielleicht nicht wählen sollte, beziehungsweise so der Gedanke, den ich halt habe, ne? Was Rosi da sagt, kann ich, glaub ich, da kann ich eine kurze Anekdote erzählen zu alten Leuten und behinderten Leuten, die wählen gehen. In meinem Praxissemester. Dumm, einfach dumm. Was? Das war die Anekdote. Nee, es ist manchmal so abgehackt. Also. Ich habe mein Praxissemester, war ich mit älteren Herrschaften und Damenschaften quasi wählen. Ich habe die zum Wahllokal quasi geführt, die wählen gehen wollten. Und da gab es echt so ein paar, die waren überhaupt nicht mehr Herr oder Dame ihrer geistigen Fähigkeiten und haben dann mich gefragt, ja, Tino, was soll ich denn jetzt ankreuzen? Tino hat diese 90-jährigen senilen Leute dann die Partei wählen lassen. Nee, im Gegenteil, ich war ja völlig im Bedrängnis. Ich habe dann gesagt, nee, das müssen Sie entscheiden, ich darf ja nicht mehr hingucken. Hier haben Sie einen Stift, machen Sie irgendwo ein Kreuz hin. Ja, aber so ich weiß doch nicht, was ich machen soll, was ist denn? Ja, sie wollten noch wählen vorhin noch. Ja, aber ich weiß nicht, wen ich wählen soll. Aber das verstehe ich nicht. Leute, in dem Alter wird doch auch teilweise der Führerschein entzogen, oder? Ja, aber nicht die Wahlberechtigung. Ja, das ist schlecht. Und ich muss auch sagen, ich hatte auch Kolleginnen, die gesagt haben, es ist wichtig, dass die Leute wählen und so. Ist ja richtig, aber die waren halt schon echt teilsenil oder wie sagt man? Dumm. Nicht dumm, aber die vergessen halt schon die Hälfte. Wie heißt denn diese Krankheit? Ich komme gerade nicht drauf. Wie heißt das, wenn man sein Wissen vergisst? Ja, ich hab's vielleicht auch. Demenz, meinst danke, du? Danke, Rosi, Demenz. Ja. Und das ist halt echt schwierig. Also sie haben dann irgendwas angekreuzt, was sie gar nicht wählen wollten wahrscheinlich. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig. Ja, aber kann man, ich weiß nicht, wenn man irgendwie alles dafür macht, dass das narrensicher ist, ich weiß nicht, ist auch irgendwie dumm. Also das kleinste gemeinsame Männer-Ding irgendwie. Ich sage nicht den alten Leuten das Wahlrecht entziehen, ich sage Leuten, die nicht wissen, was sie wählen, sollten auch nicht wählen. Also ich sage auch nicht mal, dass es unbedingt ein Test sein müsste, aber wenn man, was wäre so meine Vorstellung? Umsetzbarkeit, gar keine Frage, aber so die Vorstellung, so man wählt was und kriegt dann nochmal so eine Aufzählung, was das so alles mit sich bringen würde, gute und schlechte Sachen zum Beispiel. Oder irgendwie sowas, dass man sich halt. Du meinst ja auch nicht per se alte Menschen, sondern auch halt. Nee, aber als Beispiel Bändern, halt oder? Leute, die halt aus 30 Jahren aus Gewohnheit wählen. Ne? Die sind ja sehr, sehr giftig für die Demokratie und für die Jugend, weil die halt eine krasse Oberzahl bilden. Gewohnheitswähler und gegen die sollte man ja halt schon irgendwas machen. Das sind halt natürlich alte, weil 25 Jahre kann ich seit 30 Jahren Gewohnheitswählen. Aber das heißt natürlich nicht, dass man alten Leuten das Wahlrecht entzieht, aber dass man irgendwie zum Beispiel das refresht oder so, dass sie nochmal neu nachdenken oder dass das halt irgendwie wirklich eine reflektierte Meinung widerspiegelt, was wir dann halt auch im Bundestag sehen. Ne? Und nicht eine Mehrheit von alten Leuten, die halt aus Gewohnheit wählen. Also gut, gerade ist das Thema nicht akut, die CDU performt ja doch nicht so übel im Moment, aber es war jetzt lange Zeit sehr, sehr störend. Also ich fände schon am liebsten, mir wäre es schon am liebsten, wenn man irgendwie wirklich ein Ranking von 1 bis 5 hat und dann vielleicht halt noch diesen Minuspunkt. Aber ich kann es natürlich nachvollziehen, dass er sagt, okay, das raffen Leute nicht, aber dann denke ich mir wieder, ach, das ist doch dumm. Als wäre das so schwer, ich weiß nicht. So viel Politik heute. Können wir noch ganz kurz über dumme Sachen reden?
Shirin David. Ja. Was, Shirin Bär? Betone bitte, dass ich Sachen gesagt habe. Ich habe jetzt wieder Frauen objektifiziert. Nee, Shirin David übrigens, Fun Fact, ja, die war die beste Freundin in Kindergarten oder Grundschule, ich weiß es, ich glaube, es war Grundschule, von unserer jetzigen Mitbewohnerin. Mhm. Die hat eine Feier gemacht, aber nur zum Schein, denn es war ein Musikvideodreh mit 70 plus Leuten und das war nicht so gut. Mit 70 plus Leuten, ja, so alte Herrschaften. Ja, die hat die ganzen Gewohnheitswähler, die Herodes erschießen will, hat die alle eingeladen. Und dann kam aber die Polizei und hat gesagt, was ist denn das? Und dann saßen da drei Chinesen mit dem Küchenglas. Ja, dachte ich auch gerade, ja. Nee, das fand ich ganz nice. Immerhin kleine YouTube-Kackewurst-News hier nochmal reingestreut, ne? Was macht aber gerne. Davis? David. Kennt sie echt nicht? Ja, schon mal gehört, aber... Also pass auf, jetzt werde ich wieder als sexistisch deklariert, aber ich glaube, sie ist bekannt geworden, weil sie mit Simon Desio zusammen war. Okay. Wenn ich mich da jetzt nicht komplett täusche, der hat nämlich jetzt wieder eine andere, die... Ich glaube, die waren nicht zusammen, die haben nur Videos zusammen gemacht. Korrigiert mich gerne im Chat. Ich bin in diesem Gossip-Ding nicht so drin. Aber dadurch hat man sie das erste Mal gesehen. Das war damals zu dem Zeitpunkt, als der Freeman-Boy-Kanal irgendwie... reanimiert wurde. Durch DSDS bekannt steht hier. Ja, DSDS kam ja danach. Okay. So. Aber ursprünglich, wie ist sie denn an DSDS gekommen? Die muss ja erstmal eine Startbekanntheit gehabt haben. So. Und das ist meiner Meinung nach durch YouTube gekommen und ursprünglich gekickstartet durch Simon Desio. Dann, wie gesagt, bei DSDS und jetzt macht sie Musik und ist was auch immer, so ein bisschen so deutsche Iggy Axelia, wie heißt die? Diese ganz komische, ekelhafte da. So mit halt. Dem dicken Arsch, Nicki Minaj. Vielleicht auch Nicki Minaj, ja, keine Ahnung. Und ja, Musikvideodreh, Corona, also, 70 Leute, dumm. Polizei. Ey, der R-Faktor sieht gerade echt gut aus. Ich sehe es, in Thüringen wird es nicht mehr so ganz ernst genommen mit den Abstandsgeschichten. Könnte aber gut gehen. Ne? Es gab wieder einen kleinen Ausbruch in, wo war es, Göttingen oder ja, so? Ja, so zwei Familien feiern. Das ist schwierig. Dumm. Passt auf, Leute. Passt auf. Wir haben den Raketenstart auf dem Schirm, das sind 10 Minuten, ein bisschen was über 10 Minuten. Wollen wir da live reinschauen? Können wir probieren. Ich würde sagen, ja. Endpunkt. Dann kann ich bis dahin noch von einer anderen Rakete erzählen, die gestartet wurde. Hol raus. Meine rote Rakete war es nicht, es war eine Nuklearrakete, denn es gab über die letzten 10 Tage, war das internationale YouTube sehr davon beeinflusst, dass H3 und Keemstar einen so krassen Kampf untereinander ausgefochten haben. Kennt ihr beide nicht, ne? Okay. Keemstar ist quasi der internationale Herr Newstime. Mhm. Nur sehr viel schlimmer. Also der ist wirklich so, dass der... also sein Kanal heißt halt auch Drama Alert. Newstime nur sehr viel schlimmer. Du weißt, dass der manchmal reinguckt. Nicht, dass der jetzt irgendwie traurig ist. Nee, ganz ehrlich, du kannst... Nein. Newstime ist ein okayer Typ. Ja, ich... Deswegen habe ich ja gesagt, sehr viel schlimmer. Okay. Nein, es geht darum, dass, wenn ich sage, Herr Newstime international, wird das dem nicht gerecht, was dieser Mensch ist. Also der ist halt wirklich so, jede Story ist es wert, ein Menschenleben kaputt zu machen, so ungefähr, weißt du? Mhm. Egal, was da für ein Rattenschwanz dran hängt. Es gab mal eine Vermutung, dass irgend so ein alter Mann pädophil ist. Dabei hat er aber nur aus Versehen, die Bilder sahen sich ähnlich. Mhm. Und daraufhin ist seine riesige, millionenfache Community auf diesen alten Mann gegangen, der halt auch streamt, und hat ihn des Todes weggemobbt. Mhm. Obwohl der halt nur so aussah wie so ein Typ, der halt pädophil ist. Und das ist auch schon 2 Jahre her und darum ging das. Also es sind so 5 oder 6 Videos in der Zeit entstanden, die sie sich so hin und her geschossen haben. Keemstar hat auf jeden Fall den Kürzeren gezogen. Und dann ist was passiert, Leute. Und ihr werdet euch jetzt nicht in euren Sesseln halten können, Tino und Herr Otis. Warte. Leafy ist wieder aufgetaucht. Das ist Leafy. Oh mein Gott, echt? Leafy hat 2016 aufgehört, aktiv YouTube zu machen. Der war damals auch hart in der Kritik, hat einfach immer nur Gameplay und drüber gelabert. Und der Leck ist mich jetzt doch am Arsch. Im Zuge dessen wieder da. Hallo, ich willkommen zurück, nicht. Leafy. Kannst du mal in unseren Podcast kommen? Ja. Bitte Leafy nicht wieder. Nee, also ich finde ihn nicht so geil, aber er scheint etwas gereift zu sein. Ist halt auch einer, der immer so Stories über cringy Kinder gemacht hat und dann gesagt hat, ah, guck mal, wie dumm die sind, haha. Great A, Under A ist auch so ein Typ, der jetzt wieder zurückgekommen ist. Kennt ihr alle nicht, aber für YouTube international ist das schon eine große Sache. So.
Ja, genau. Dreckspack Keemstar wird hier im Chat gesagt. Exakt. Also, auch das Ethan Klein-Video war jetzt auch nicht lupenrein alles, aber also Keemstar ist halt definitiv kein geiler Typ. Der hat halt auch mehrfach... Rella Pesto ergänzt gerade krass, glaube ich. Hat Robin erwähnt, dass Keemstar quasi jemanden getötet hat. Ja, das wollte ich gerade drauf hinaus. Okay. Was? Also was? Er hat sehr oft Leute absichtlich gedoxt. Gibt es auch Clips, wo er sagt, oh, we gotta dox this bastard oder sowas in die Richtung. Was und, heißt doxen? Na, Adresse leaken und Identität und so, was KuchenTV okay. mit Katja Krasewitz immer gemacht hat. Ja. Wenn man im Video irgendwie so, die, was wir mit Leubsdorfer Jung gemacht haben. Wir haben Leubsdorfer Jung einfach besucht. Nee, ja, da draußen, da ist die Wolke so und so. Und, ah, das heißt... Katja, die muss da an der Kreuzung wohnen. Das hat KuchenTV zum Beispiel mal mit Katja gemacht. Und Keemstar hat das halt auch mit mehreren gemacht. Und da gab es eine Person, also mehrere Personen, die psychische Probleme hatten, wo er dann, Franz leiert sich draußen irgendeinen Saft zurecht, aber ich glaube, im Mikrofon hört man es nicht. Ja, es ist ein riesen Rattenschwanz. Ich will es auch nicht zu lang machen, weil ihr beide alle nicht kennt, die daran beteiligt sind. Discord ist auch kein Problem. Aber es ist auf jeden Fall eine große Sache gewesen. Es hat halt auch schon vorletzte Woche angefangen. Wie gesagt, gab es halt Leute, die psychische Krankheiten haben und sagen, ey, die Leute, deine Fans stressen mich die ganze Zeit und er stresst mich. Also sagt dann irgendwann über Twitter, mobbt den halt irgendwie in ein Statement rein. Ey, was ist los, yo, meld dich und so. Und einer von den Leuten hat sich halt umgebracht, weil der Druck so hoch war. Vermutlich. Oh. Ist halt nicht hundertprozentig. Deswegen sagt auch Rella Pesto quasi, ist nicht ganz klar. Und aus jeder Pore trieft halt das diesem Keemstar-Typen, dass alles egal ist, dass es wirklich nur um die Story geht. Also wie man sich vielleicht so ein Klischee, wie wir letzte Woche über diese Bildreporter geredet haben, so ungefähr. So, Hauptsache eine gute Story. Ja. Wie Herr Newstime. Das hat Tino jetzt gesagt. Ja, so ganz krass News auf Kosten von Leuten, muss absolut nicht sein, letzter Dreck. Das ist gar nicht die Story, die Rella Pesto geschrieben hat. Ach so, ja, ich hab den Kommentar nur zur Hälfte gelesen, weil ich dachte, das ist das, worauf ich... Genau. Einer hat sich selbst getötet und ein anderer wurde vom SWAT-Team gekillt, weil jemand aus Scheiß mit der geleakten Adresse bei Notruf gesagt hat, da wäre eine Geiselnahme. Ja, okay. Uff. Ja, gut. Ja, also wirklich komplett Dreck am Stecken. Und da wiederum sagt YouTube, yo, ist voll cool. Aber wenn wir am Brennpunkt mal Fuck sagen, ne? Keine Monetarisierung. Wie Zack. Auch immer. Aber was fragt denn hier Irene? Die Frage von letzter Woche, waren das Bild-Bild-Reporter oder Leser-Bild-Reporter? Das ist eine sehr gute Frage. Aber ich denke mal, das war ein Bild-Bild-Reporter. Bild, ja. Also, sie will darauf hinaus, dass es, ich weiß gar nicht, gibt es das echt noch? Das gab es halt früher. Werden sie Leser-Bild-Reporter, wenn sie uns irgendwie eine Story zuschicken? Dann ach, nice. Wird das wusste ich gar nicht. Nee, die hat noch so ein Mikrofon irgendwie auch drauf, ein Bildmikrofon. Okay. Das waren schon richtige, ja, von denen. Kann der Chat uns vielleicht im Chat den Link schicken zum Raketenstart, sollte es denn soweit sein? Weil ich habe das sonst ja nicht im Auge. Ich sehe nämlich Tino nur und mir gefällt, was ich sehe. Dann würde ich mir kurz die Finger waschen und ein Glas Wasser holen. Die sind nämlich schon wieder schwitzig, weil ich die ganze Zeit hier Wutbürge die Hand zusammendrücke. Du kannst ja die Finger in ein Glas auswringen. Und dann hast du zwei Fliegen Idee. Mit einer Klappe. Guck mal, hier auch schon die Links. Alles www.rakete.de. Was ist denn das? Ach, Rakete, okay. Racket. Ist das nicht die hier mit dem Boot da irgendwo umgefahren ist? Ach so. Nee, was? Ach so, doch, Rakete, doch. Ich erinnere mich. Crew-Demo. Es gab noch eine kleine Meldung. Und zwar, Netflix wollen tatsächlich inaktive Nutzer sperren. Ja, das habe ich aber letzte Woche schon gehört. Sind noch 4 Minuten. Ach und Lufthansa wird jetzt, glaube ich, doch gerettet. Die haben jetzt angenommen. Toll. Sind die bei beim Dschungelcamp? Ich bin eine Lufthansa, holt mich hier raus. Ja. Okay. Also 4 Minuten ist Start scheinbar. Was hast du jetzt gesagt, Tino? Jetzt war ich mit dem schlechten Gag so beschäftigt. Netflix will... Ach so, Netflix, ja. Inaktive Nutzer sperren. Das finde ich halt so Quatsch, weißt du? Weil die können auch froh sein, dass die bezahlen, aber offenbar sind die da. Also ich habe eine andere Seite dieser... Ich bin da nicht so drin. Ich bin auch nur so ein Nutznießer, so eine Zecke, die sich da so ranzwackt. Aber so wie ich es mitgekriegt habe, ist das gar nicht so negativ, weil andernfalls würde man quasi Leute, die gar nicht aktiv den Dienst nutzen, weiter Geld bezahlen lassen, ohne dass sie das eventuell wissen. Weißt du, was ich meine? Also wenn die schicken wohl eine Nachricht hin und wenn du darauf nicht reagierst, wird es gelöscht. So habe ich es mitbekommen, aber wie gesagt... Ja, so ist es auch. Ja, die warnen einen erst vor, genau. Ja, und das finde ich halt unter dem Aspekt schon nett, wenn ich irgendwie vergessen habe, dass ich mit irgendeinem Account noch da eingeloggt bin und ich raffe, dass ich da aktiv zahle. Dann ist das, glaube ich, nicht das Schlechteste.
Noch 3,5 Minuten, Leute, und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich halt ich gar nicht, mal... aber okay. Es kann doch passieren, dass gleich was Schlimmes passiert und das will ich nicht sehen. Na, aber wir haben es doch mit diesem Flat Earther gesehen. Ja, das war ja einer. Ach so, hier sitzen jetzt zwei drin, das ist doppelt so schlimm. Das halte ich nicht aus. Oder ich weiß gar nicht, wie viele da drin sitzen. Tino, hast du diese Woche noch Not My Responsibility von Billie Eilish gesehen? Ich habe es mitbekommen, ja, tatsächlich. Im Zuge dessen, was vorletzte Woche Männerwelten war, kann man sagen, dass das haut so eine ähnliche Kerbe und ist eine weitaus elegantere Lösung aus meiner Sicht und ein bisschen fehlerfrei. Gut, war jetzt auch nicht so ausführlich, dass man da ist gar nicht so viel Spielraum für Fehler gewesen oder für, ich sage mal, Kontroverse. Aber sehr, sehr gut. Kann ich empfehlen. Ist kein Song, sondern eher so ein Bewegtbild. Sie zeigt das erste Mal, wie sie untenrum aussieht. Jetzt habe ich euch aber gehuckt. Nee, ich meine untenrum im Sinne von unter ihren Klamotten. Aber darum geht's auch. Das ist halt, ich weiß nicht, wie viel ich reden kann, bevor hier diese Rakete verunglückt. Noch 2 Minuten, okay. das finde ich sehr interessant. Es gab nämlich dieses Kunstprojekt, diesen Kurzfilm, gab es schon live zu sehen. Und er verfehlt so um 100% das, was er eigentlich möchte. Es geht quasi darum, ey, ich bin, wie ich bin und du judgst mich, warum? Also ich kann jetzt nicht in der kurzen Zeit drauf eingehen, aber es gibt halt gute Stellen, wo es darum geht, ey, ich bin in dem Körper geboren, gefällt dir nicht, wie der ist oder was? Was ist dein Problem eigentlich? Habe ich zu viel an, zeige ich nichts, bin ich Brüde, habe ich zu wenig an, bin ich eine Schlampe und sowas? In diese Richtung. Darum geht es halt. Aber in der Live-Aufführung hörst du halt einfach nur, wie das Publikum in dem Moment ausrastet, wenn mal eine Viertelbrust kurz zu sehen ist, weil das halt so eine Sensation ist für Billie Eilish-Zuschauer. Das ist halt so wirklich komplett am Ziel vorbeigeschossen, zumindest halt in diesem Live-Ding, dass ich das schon wieder, oder vielleicht ist ja auch genau das, was vielleicht beabsichtigt ist, aber kann ich mir nicht vorstellen. Bei Billie Eilish hat man Brust gesehen? Ja. Also so ein bisschen. Halt quasi so ist sie ja nicht drauf, war bestimmt nicht Absicht, oder? Na doch. Ja? Es war so das stilvolle Pendant zu Männerwelten quasi. So ein kleiner Kurzfilm. Okay. Wie sie sich auszieht und dann im Wasser verschwindet. Franz hat übrigens eine Entschuldigungswaffe uns geschenkt. Okay. Kann man nehmen? Möchte ich nicht, aber danke. Wir haben jetzt hier, Tino, guckst du gerade? Wir haben 30 Sekunden. Ich guck's gerade, ja. Der kackt gerade. Der kackt jetzt gerade. Also wir schauen jetzt hier live im Brennpunkt die nächste Sensation. Was ist denn das für eine 70. Ausgabe? Also mit der Brennpunkt überziehen. Läuft noch. Natürlich. Oh. Oh Gott. Bei mir ist es bei Dungasch. Mit überziehen. Wir haben jetzt hier 15, 14. Verunglücken die jetzt oder nicht? Sehen wir jetzt hier live? Nein, die verunglücken nicht. Okay. Ihr habt mich ausgeschaltet, habe ich gerade gehört. Wir haben dich nicht ausgeschaltet. 5, ach so. 4, 3, 2. 1, 0. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das aussieht wie jemals. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, bottom dive. Okay. Jetzt sieht es aus wie eine startende Rakete. Oh ja, es ist wie so rises a new era of American space flight and with it the ambitions of a new generation continuing the dream. 20 seconds in the flight. Könnt ihr jetzt schon mal durchgeben, ob die Erde... Unten links steht doch, dass es klar wird. Nee, könnt ihr jetzt schon mal durchgeben, ob die Erde eine Scheibe ist oder nicht? Die müssen das doch langsam sehen können. T-plus 30 seconds into this historic mission. Das wollen die gar nicht sehen. Flying crew on board Dragon and Falcon 9 and Lord. Das sieht aus wie eine fliegende Rakete, würde ich jetzt Experten meinen. Ja, die ist aber halt aus anderen, also, ne? M1D, throttling down to get ready for the period. Was ist denn eigentlich jetzt die Mission hier? Na, hochfliegen, also, wenn ich nicht irgendwie... Die Mission ist hochfliegen. So weit, so gut. Wollt ihr nicht irgendwie auf dem Mond irgendeine Basis aufbauen? Ja, genau, das ist die aktuelle. Da so eine neue Fahne reinstecken, die alte ist verkappelt. Von Wind und Wetter. Ja, die Leute, die jetzt gerade nur Hörpodcast haben, ne? Traurig. Eine Rakete, die ist gerade, die startet jetzt gerade, oh, die fliegt schon und sieht sehr gut aus. Also ich klopfe auf Holz, aber es sieht Challenger aus. Ist da auch, also Bobby, ach so. Challenge accepted. Challenger accepted. Der Kameramann macht gerade Sachen, die ich ihm nicht verzeihe. Der macht das schon besser. Guck doch mal, wie gelangweilt die da drin sitzen. Aber guck mal, die brennt.
Das muss voll aufregend sein. Guck mal, die geht zur Seite jetzt. Ja. Das ist die Anziehungskraft der Scheibe. Ja, die Flamme sieht sehr groß aus. Ja, also für die hörenden Menschen, wir sehen hier gerade ein Bild vom Himmel. Und da ist eine Rakete. Ihr werdet es nicht glauben, die fliegt wie eine Rakete so fliegt. Wie Glurak quasi. Ja. Aber das Feuer wird weniger. Jetzt mehr so, das sind diese Chemtrails, glaube ich, von denen man hört. Es dampft jetzt mehr. Ein riesiges Chemtrail-Projekt quasi. Wenn da jetzt Tom Cruise hängen würde, ne, dann fände ich es wieder geil. Guck mal, die Erde. Oh, wie schön. Guck, die ist rund. Guck, da ist doch eine Krümmung. Nee, das ist die Krümmung der Linse. Das ist die Linse. Ach, scheiße. Erbsen, Bohnen, Linsen machen die Erde rund. Zum Grinsen. Ja. Knistert der jetzt echt hier rein, ne? Das Knistern ist ja als Ehne, aber dass du hier oben noch Plus brauchst. So, guck, erfolgreich gestartet. Sind die blöd, ey. Die haben jetzt einen Teil verloren und die klatschen. Sind die dumm. Ei, ei, ei. Ist das jetzt, wo dieser Typ rausspringt für Red Bull? Und auf den Kopf fällt. Aber echt zwei Leute nur, ja? Reicht doch erstmal. Ich werde das Platzverschwendung. Hätten die nicht irgendwie eine Fahrgemeinschaft jetzt hier hinkriegen können? Echt mal. Und die fliegen auf dem Mond jetzt, ja? Nein. Erstmal zur ISS, oder nicht? Und dann wollen sie so zum Mond. Ich weiß doch nicht, was die da machen, Alter. Wir können ja Chat lesen. Ja, vielleicht treffen sie sich auch mit Jabba the Hutt. Wir haben doch jetzt alles gesehen, oder? Können wir Tino da hinschalten? Kurz an der ISS vorbei, mal winken. So, Tino sieht eh viel schöner aus. Schöne Scheibe. Also ich mach's jetzt wieder zu hier. Ich lass offen. Ich mach's mal stumm, wir lassen es mal offen für den Fall, dass gleich was explodiert, dass wir ganz schnell hinschalten können. Ach, schön. Was? Ey Leute, ich sehe scheiße aus, wenn ich esse. Was ein kulturelles Großereignis. Das stimmt. Ja, aber ist das nicht Teil des Menschseins? Nun. Linke Spur auf der Autobahn. Ciao. Marlin wieder witzig. Ja, ein, zwei Sachen habe ich noch, aber ansonsten sind wir durch, ne? Ja, ich würde noch ganz kurz Werbung machen. Am Montag kommt der beste Tatort der Welt. Aha. Ja. Erwarten uns da viele neue Meme-Templates? Mal sehen. Ich bin selber sehr gespannt. Es soll ein berühmter Schauspieler aus Weimar dabei sein. Für öffentlich-rechtlich hier bei uns? Ist der bescheuert? Also ich guck's nicht. Danke, Sophia. Danke, Karacho, Karte. Ihr seid beide sehr, sehr süß. Die haben mich bezahlt dafür, deswegen mache ich da gerne Werbung für. Okay. Also wer... Auch nicht GEZ-Zahler haben wir die Möglichkeit, das online zu gucken über die Mediathek. Aha. Na gut, Tino, na gut. Du schickst mir dann die Bilder. Oder die mal einzelnen sehen. Szenen. Ja, ich schneide sie zurecht. Ja. Gut, Billie Eilish auf jeden Fall. Ich lese jetzt, weil wir es kurz hatten, ich lese die eine Stelle jetzt nochmal vor, die ich ganz gut fand. Ich finde nicht alles super formuliert, aber es ist, wie gesagt, es ist einfach stilvoller als dieses ganze Männerwelten-Ding. Fast so stilvoll wie dieses Geknabbere hier neben mir. Hier. Sehr gut. The body I was born with, is it not what you wanted? Fand ich ziemlich gut. Ich übersetze jetzt einfach mal, weil vielleicht rafft es ja auch nicht jeder. Wenn ich anhabe, was gemütlich ist, bin ich keine Frau. Wenn ich die einzelnen Lagen ablege, bin ich dann eine Schlampe. Obwohl du meinen Körper nie gesehen hast, judgest du ihn. Und dann bei diesem Judge würde ich wenigstens ganz kurz einhaken, weil ich bin ja immer so ein Kritikfindiger. Bei diesem Judgen muss ich sagen, das finde ich nicht ganz so schlimm. Ja? Ich finde, man kann das verstehen als urteilen und verurteilen. Und dass Menschen über andere urteilen, finde ich pauschal jetzt nicht so schlimm, wenn man es versteht im Sinne von okay, die ist jetzt 200 Kilo schwer. Das empfinde ich als nicht so gesund und ich finde es nicht attraktiv. Aber ja, die Person kann gerne machen, was sie will. So sachlich, dass es fast nicht wirklich ein Urteil ist. Aber wenn man so judged, läuft man so sehr, sehr... Also ich habe das bei mir beobachtet, deshalb judge ich weniger. Wenn ich Leute wegen Sache XY judge, habe ich Angst, dass Leute mich wegen der Sache judge und mache mir da mehr einen Kopf. Das ist halt verrückt. Da gehen bei mir so die Spiegelneuronen an. Sag ich mal.
Und je mehr man sich über andere Leute so Gedanken macht, desto mehr hat man das Gefühl, zumindest ich, so Personen wie ich, dass andere einen so beäugen und Sachen dumm finden. So. Und seitdem ich das halt gemerkt habe, Beäugen Sweet, judge ich jetzt Leute auch weniger und akzeptiere mehr. Kommt in meine, ja, aber kommt in meine ESO-Spiri-Gruppe. Okay, aber ist das nicht das, was ich sage, so dass man, also es ist was anderes, wenn du Leute siehst und sagst, guck mal, der läuft wie ein Assi, das ist bestimmt ein Assi. Das ist ja ein anderes Urteilen als, die Person sieht jetzt für mich nicht attraktiv aus. Nö, aber ich kann ja ein Assi, also immer, wenn ich jemanden sehe, so wie er auf mich wirkt, geht er bei ihm, ordne ich den ein, ganz automatisch. Mhm. Aber ich kann ihn ja trotzdem, das Beste in ihm sehen. So. Wenn ich laufe jetzt auch im Moment rum wie ein Assi, mhm, und ich weiß, dass ich dadurch nicht irgendwie ekelhaft bin oder so. Du hast halt eine Jogginghose an. Ja. Das ist auch Stigmatisierung, finde ich. Wie auch immer. Nur ich fühle mich nicht schlecht und denke auch nicht, dass andere, selbst wenn andere sagen, boah, der Typ ist ein Assi, weil der trägt eine Jogginghose, denke ich, oh, mag sein. Kannst mich ja mal anquatschen und dann sehen wir, ob du mich magst oder nicht. Ne? Also. Ja, ich verstehe auch nicht, warum man sich immer so judgen muss, also warum man sich immer so einmischen muss in die Leben anderer. Klar, ja, kann man mal. Das ist was anderes. Wie gesagt, das finde ich auch nicht geil. Ne? Also einmischen ist ja was anderes. Ja, aber selbst dieses irgendwie, auch Influencer, ja, die irgendwie sich halbnackt da posten oder die irgendwas, weiß ich nicht, auch, oder auch so übergewichtige Frauen, die sich halt zeigen. Entweder man kann es auch einfach lassen und machen lassen, was sie möchten. Also ich verstehe nicht, wie man da kommentieren kann. Ich finde es nicht attraktiv. Ich finde, du bist nicht gesund. Man kann es doch einfach ignorieren. Also das ist der nächste Step, klar. Dass man nicht zu einem Scheiß dann direkt einen Kommentar schreiben muss, das ist ja auch auf jeden Fall. Aber Tino, hast du vorhin All Cops gejudged? Oder hast du jemals Pegida-Aufmarschierer gejudged? Ständig, natürlich. Ja. Ja, weißt du warum? Weil denen ihr Handeln andere beeinflusst. Wenn irgendeine dicke Frau sich in Bikini hinstellt und Fotos von sich macht, das ist ihr Ding. Aber wenn 1000 Menschen auf die Straße gehen gegen Ausländer, dann ist es halt nicht geil. Okay, pass auf. Wenn folgende dicke Frau gerade bei McDonald's ihrem Kind Pommes hinstellt, ja, dann weißt du in dem Moment auch nicht, okay, ist das vielleicht gerade einmal oder frisst dieses Kind jeden Tag Pommes bei McDonald's, weil sie keinen Bock hat. In dem Beispiel tue ich mich total schwer. Wenn ich Fette bei McDonald's sehe, dann denke ich immer, auch so das Erste ist so, oh, und dann ist mein Gedanke sofort, reingrätschen, nein, du wirst jetzt nicht schlecht über diese Leute denken oder sie irgendwie abwertend finden, weil das einfach nichts und niemanden voranbringt, finde ich. Deswegen habe ich ja bewusst dieses Kind mit reingebracht, weil das Kind kann sich halt nicht wehren. Also denken kannst du ja fast, dass du halt schwierig. Halt genau, da hörst schlecht. Du mir halt auf, wenn ein Kind gemästet wird, wenn Eltern in der Nähe von den Kindern rauchen, dann hörst du mich auf, ja. Dann denke ich sehr schlecht über sie und daran wird sich auch nichts ändern, weil ich dann natürlich, dann ist es wieder umgekehrt so, ich würde es ja auch wollen, wenn ich scheiße mit einem Kind oder ähnlichem umgehe, dass da eine gewisse Abneigung gegen mich entsteht, ne? Ja. dass ein Aufwachen passiert, ne, irgendwo. Und was Irene hier auch noch anspricht, dass Vorurteile was Natürliches sind, dass man ja das runterbricht, also auch Stereotype und so, dass es evolutionär ja, das, wer hat denn das gesagt? Ist egal. Ich zitiere bestimmt jemanden super klugen gerade, dass es evolutionär gesehen viel cleverer ist, 100-mal ein Objekt für eine Gefahr zu halten, statt 99-mal ist es halt keine Gefahr und dann beim 100. Mal denke ich, dann wird es jetzt auch keine sein. Und dann ist es aber ein Löwe, der dich tötet, so, dass man halt so grob das so in Schubladen eben dadurch einordnet, weil das einfach evolutionär so übertragen ist. Das ist ja auch rein logisch sinnvoll, Sachen einzuordnen, damit man leichter darauf zugreifen kann, wenn man es braucht. In jeglicher Art und Weise übrigens, guten Abend, Lada the Unicorn. Na, Bent. Hallo. Ja. Ich würde auch nicht mehr allzu lange überziehen, aber zwei kleine Sachen würde ich noch ansprechen wollen. Zum einen, Spanien hat jetzt... ist ein bisschen tricky, es ist kein bedingungsloses Grundeinkommen, es ist eher aber so... Aber fast. Ja, es ist fast, es ist eher so, ja, ich würde es eher fast wie Hartz IV oder sowas bezeichnen. Also es ist so ein Sozialgeld auf jeden Fall. Aber es ist definitiv kein bedingungsloses Grundeinkommen. Aber es ist ja schon mal ein guter Schritt, so. Ja, das der nur erste als, Schritt. Als kleine Sache. Und dann habe ich vorhin extra weggelassen, weil wir so viel Amerika, so viel Trump hatten, aber das würde ich ansprechen wollen. Das war nämlich echt krass. Es ist ein Rant viral gegangen von einem demokratischen Kongresssitzenden, also aus dem Repräsentantenhaus, der sich tierisch darüber aufgeregt hat, dass die Republikaner
Also die haben sich, die treffen sich ja immer in so Ausschüssen und besprechen dann Gesetze und so und diese Stimulus-Packs, wie viel sollen die Amerikaner jetzt kriegen in Zeiten der Krise, bla bla, haben sich da tagtäglich getroffen und haben immer wieder argumentiert, dass diese Corona-Krise ja völlig out of proportion gesprengt wird und so, dass das alles nicht so schlimm ist. Und währenddessen war mindestens eine Person von diesen republikanischen Repräsentanten mit Corona infiziert. Und es wurde quasi vertuscht. Und die haben sich tagtäglich weiter getroffen und die haben das nicht gesagt. So, und er ist dann richtig ausgerastet, weil die natürlich dann sich da getroffen haben, sind dann heim zu ihren Familien und so. Und keiner hat jemals gesagt, ja übrigens, hier Person XY hat aktiv gerade Covid. Und die Rede kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, weil es ist echt krass emotional. Eine Sache, also ich kaufe es ihm auch ab so. Er sagt so, eine Sache, die wollte ich überhaupt nicht sagen, erst nach der Wahlperiode. Weil das halt sonst so ein bisschen shady rüberkommt. Der hat vor kurzem eine Niere gespendet an irgendjemanden aus der Nachbarschaft oder so und ist aufgrund dessen jetzt quasi Risikogruppe und geht da halt jeden Tag hin. Wie gesagt, der wollte es halt nicht sagen, damit das nicht so wirkt. Guck mal, ich gebe hier meine Niere weg, wählt mich so. Wollte er eigentlich erst danach sagen, jetzt hat er es halt so gesagt. Kommt, wie gesagt, authentisch rüber. Und das ist halt so wirklich der Inbegriff von dem, was jetzt vielleicht auch ein bisschen klischeebehaftet, der böse Republikaner und so, aber der Inbegriff dessen, so auf der einen Seite sagen, ist gar nicht so schlimm, bla bla, und dann aber vertuschen, dass es vielleicht doch realer ist, als man denkt. Und da kann man auf jeden Fall mal reinschauen, wenn man das möchte. Das war ja auch bei Ken Jebsen so, Ken FM, der hat ja auch auf so einer Anti-Corona-Demo gesprochen, aber als einziger Redner ist er nicht auf die Bühne. Er hat sich hinter der Bühne versteckt, hat sich gar nicht gezeigt und hat sich quasi verhüllt in Tüchern, damit ihn keiner erkennen kann. Hat da Reden gehalten gegen Corona und dass die Maßnahmen übertrieben sind und ist dann versteckt wieder ins Auto eingestiegen. Und da sind wohl Fotos aufgetaucht, wie er heimlich doch eine Atemschutzmaske getragen hat. Peinlich. Großartig. Und sich deswegen nicht zeigen wollte. Übrigens, hier kommt gerade eine Meldung rein, Rakete ist nicht explodiert. Ziemlich gut. Was eine schöne Uplifting News für das Ende. Mann, ja. Haben wir heute wieder überzogen. Ich fast fand Freaking Rosies gut. Vorteile sind entweder anerzogen oder angelernt und die anerzogenen Vorteile sind halt ein Problem manchmal. Absolut wahr. Es muss in die Erziehung reingehen, dass man immer von selbst halt so, dass man die Sachen halt eigentlich fast nur anlernt. Plus, irgendwann im Leben muss der Punkt kommen, wo man die anerzogenen Sachen hinterfragt oder vergisst. Erst dann kann man wirklich näher daran kommen, die Wahrheit zu sehen. Raketenstart war schön. Ja, und dieses andere Ding, Trägerrakete nennt sich das, ist wieder safe gelandet. Ich würde sagen, wenn der Chat noch Bedarf hat, kann jetzt gerne noch irgendwie eine Frage gestellt werden oder so. Dann überziehen wir halt noch ein paar Minuten. Wie war die Woche? Wie war der Woche? Überlegen wir nämlich währenddessen der Chat sich Fragen überlegt, denn dann kann ja hinterher nicht geheißen haben, der Chat wurde ja nur ignoriert und so. Ich bin bei einer 9 übrigens. 10. 10? Wir haben ja irgendwann gesagt, 10 gibt's, wenn Dritter Weltkrieg ist. Tino, ohne Spaß, bei 9 bin ich auch bei 9 tatsächlich. Diese George Floyd-Geschichte. Auf jeden Fall, ja. Auch, dass Trump jetzt doch die Beziehungen beendet hat zur WHO. Was wir gar nicht angesprochen haben, das sind schon große Sachen. Sie angebahnt irgendwo. Ja. Stimmt, aber trotzdem. Es ist passiert. Und ich bin im Tatort. Das ist eine 9 wert. Ja. Okay. Aber du bist erst nächste Woche, oder war es Montag? Am Montag, ja. Das ist halt okay. Erst nächste Woche, Tino. Toll. Du bist nächste Woche wieder eine 9. Eine 10 dann, nee, wenn es ausgestrahlt ist. 10 können wir echt nicht machen, da geht halt noch einiges. Nein, drauf. Ja, ich sage aber 9 heute. Christchurch war eine 14. Christchurch war überhaupt keine 14. Das haben wir, glaube ich, später auf eine 14 hochgesetzt. Nein, wir haben Christchurch, glaube ich, auf eine 9,5 oder so. Ich weiß es nicht genau. Jede 10. Folge jetzt live wird gefragt von Julius. Ich weiß es nicht. Grundsätzlich, wenn wir alle drei am gleichen Ort sind, würde ich es auf jeden Fall nochmal machen. Also nein, absolut nicht. Aber ich finde es ja auch witzig, sich alle 10 Folgen was Neues einfallen zu lassen. Ja. In der 10. Ausgabe saßen wir auf dem Klo, in der Öffentlichkeit, im Atrium. In der 20. Folge sind wir, glaube ich, rumgegangen und haben Leute auf der Straße befragt. Ich glaube, die 30. Folge war dann ohne Anglizismen, das war richtig finster.
Also ist auch witzig, sich immer was Neues einfallen zu lassen. Man muss das Kind auch beim Namen nennen. Ich bin ja eigentlich gar nicht vom Brennpunkt. Ja, aber Podumcast muss ja auch mal, oder Flottcast vor allem. Flottcast ist ja alles. Ist in der Röhre, okay. Jede 10. Folge auf jeden Fall mit Herodes. Also während Corona bin ich offenbar noch ein bisschen dabei, aber wenn die Jungs dann wieder beisammen sind, dann ist ein Zuschalten qualitativ niederwertig und dann werde ich wieder rausgekickt. Wie ja, ein Tab weggekickt. Ja, aber ich habe es halt jetzt auch hier gemerkt. Es war halt mit dir geiler zu reden als mit Tino. Ja, das liegt ja nicht an der Entfernung. Doch. Wollte ich auch gerade sagen. Nee, es ist halt wirklich, also da fehlt halt einfach was, wenn man hier die ganze Zeit durch so eine Röhre gucken muss oder halt im Zweifel gar nicht guckt. Es steht noch ein veganer Käsekuchen aus, das stimmt. Ja, stimmt. Das steht auch noch ein Zwiebelkuchen aus. Das stimmt auch. Tino im Tatort ist gleich Weltkrieg. Sehr gut. Ist was dran. Und die Frage von Irene, wie es sich anfühlt, bald berühmt zu sein, das musst du Dion fragen. Ich glaube, ich werde nicht so berühmt werden, wie Dion berühmt wird. Der hat mehr Sendezeit als ich. Und hatte auch mehr Drehtage als ich letztes Jahr. Ja, ich hoffe doch, dass wenigstens ein paar Leute auch auf Dion aufmerksam werden. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob der Bedarf dann so groß ist von den Leuten, also von den Zuschauern, die Leute, die dann teilnehmen, irgendwie im Internet zu suchen. Wahrscheinlich, klar, bei den Beauties und so. Aber da musst du dranbleiben, wirklich. Also auch solche Reality-Stars werden ständig berühmt. Also es kann sein, dass Dion voll das Ding wird. Ja, ich würde es mir ja wünschen. Aber ich weiß halt nicht, ob, also wenn man als Zuschauer davor sitzt, also es geht übrigens darum, dass jemand bei einer Sendung mitmacht, den der geneigte Brennpunkt-Internet-Hörer eventuell auch kennen könnte. So, und wenn aber der Zuschauer das sieht, ich glaube nicht, dass der erstmal davon ausgeht, dass der Klischee-Nerd, wie er da ja wahrscheinlich dargestellt wird, dass der irgendwie Social-Media-Präsenz hat oder gar einen Twitch-Stream und sowas, weißt du? Das ist halt so meine Befürchtung. Wenn Dion spannend genug ist und die Menschen ihn schätzen und lieben lernen, dann suchen sie auch nach ihm. Na, man hofft's doch. Ja. Frage an Tino. Ach so. Wie fühlt es sich an, bei einem Promi zu sein? Hattest du schon beantwortet quasi. Aber du bist schon Promi, ne? Du bist ja schon fast hier Weimarer Bürgermeister. Aber nur fast. So. Geht durch die Decke, no problem. Google geht schnell, Robin. Ja, klar. Aber dann auch finden, ne? Mal gucken. Ich weiß ja nicht, vielleicht sagt Dion ja die ganze Zeit, übrigens, ich bin auf Instagram. Noch mehr Promi, okay. Dion zeigt Bauchnabel. Das gibt Promo. Vermutlich, ja. Oh vermutlich. Ja. Naja, gut. Dann würde ich sagen, das war eine solide 9, auch wenn Herodes protestiert. Ich protestiere nicht. Okay. Ich richte mich gerne nach euch. Hätte ich jetzt gesagt, irgendwie eine 7, dann hätte ich gesagt, Okay. Nö, ja, ich glaube, ich sehe das. Okay, dann haben wir 1,30 voll. Alter, haben wir überzogen. Wieder überzogen. In diesem Sinne, diese Musik gerade im Hintergrund, ne? Labern viel zu laut. Live. Also musst du dir erstmal reinschalten. Warte, jetzt. Warte, die Musik hier. Oh, die Musik. Hau! Oh, die Musik ist laut. Oh, es kommt Schlüssel. Unerträglich. Ding! Ding! Professionell. Ding! Ich höre noch gar nicht. Jetzt kommt die Schüssel. Hört da wieder jemand auf die Schüssel haut? Au, au, au. Ist es denn so laut? Vielen Dank fürs Zuschauen, lieber Chat. Wir werden wahrscheinlich noch vor der Start rein. Ja! Bits! Alter, da kommen noch Bits rein. Danke für Bits, danke für alles. Auf Wiedersehen, liebe Podcast-Hörer. Tschüss.